Hallo, liebe Wrestling-Fans, das ist die richtige Kassette für Sie, denn wir haben hier aufgezeichnet die European Rampage Again. Das war die Veranstaltung, die zum ersten Mal auch in Deutschland stattgefunden hat, im April 1992. Sie sehen also alle Kämpfe, alle Einzelkämpfe, Take-Team-Kämpfe und auch die Battle Royale. Die hat ja als einzige Veranstaltung auch hier in München stattgefunden, nirgendwo anders während dieser Tour der WWF. Und ich denke, dass das sicherlich für Sie ein besonderes Erlebnis gewesen ist, wenn Sie da gewesen sind und wenn Sie keine Gelegenheit hatten, dann haben Sie jetzt diese Kassette. Also ich wünsche viel Spaß bei diesem Programm. Guten Abend und herzlich willkommen hier in München in der Olympiahalle, wo die European Rampage mit allen Wrestling-Stars Halt gemacht hat. Carsten, erzähl mal, was heute uns erwartet. Ja, wir haben heute drei besondere Highlights, natürlich nur Highlights. Zum einen den Kampf um den Intercontinental Champion-Titel zwischen Bret Hart und Dino Bravo. Dann den Kampf um den WWF Champion-Titel zwischen Randy Macho Man Savage und Shawn Michaels. Und zu guter Letzt eine 16-Mann Battle Royal. Und wer da gewinnen wird, da wage ich keine Prognose, wirklich nicht. Niemand tut das eigentlich. Wenn Sie Marcelo Boa vermissen, der ist auch hier, der hat den Leuten hier jetzt mal eben kräftig eingeheizt am Ring. Und darüber gehen wir jetzt auch zu Mike McGurk, dem Schwarm aller Männer hier. Vorgedan, Port Gate, erstürmt den WWF Intercontinental Title. Making his way toward the ring. Weighing in at 234 pounds. I'm hailing from Calgary, Alberta, Canada. Sie sehen, hier geht es gleich richtig los mit unserem ersten Kampf. Da geht es um den Intercontinental Champion-Titel. Bret Hart und Dino Bravo, diesmal mit schwarzen Haaren, sind inzwischen im Ring. Warten wir mal ab, wie dieser Kampf läuft. Das Publikum ist in allerbester Stimmung, das kann ich Ihnen sagen. Und Sie haben es ja auch schon mitbekommen. Und man so umtobt und tost es. Unfasslich. Hier ist die Schulter, hier ist Bravo begeistert und Stimme aus. Zum ersten Mal die WWF hier in Deutschland, eine unglaubliche Stimmung und natürlich sind auch wir sehr, sehr froh, Sie endlich einmal richtig vor Ort begrüßen zu dürfen. In der Tat, ja. Warten wir mal ab, wer jetzt die Brille bekommt. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, Dino Bravo ist ja der selbsternannte stärkste Mann der Welt, aber Bret Hart gibt seine Brille weg an einen ebenfalls Brillenträger. Na, der wird sich drüber freuen. Falls da irgendjemand was gespürt haben sollte, ich bin selbst Brillenträger. Also habe ich mich nicht über den kleinen Kerl lustig gemacht, ganz im Gegenteil, den beneide ich. Du? Ach. Hättest du auch gern so eine Brille? Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Also mein Stil ist es nicht, aber ich würde mich natürlich auch wahnsinnig drüber freuen. Dann nimmst du ein T-Shirt. Der Lock. Gleich geht's los hier. Kräftemessen zwischen den beiden, das Dino zu gewinnen scheint im Moment. Kraftmäßig hat er natürlich die Vorteile, ganz klar. Bret Hart ist nicht umsonst Champion geworden. Ganz genau. Man muss einfach wird es für ihn nicht sein, ihn zu besiegen. Man muss wirklich ein absoluter Champion sein, um hier bestehen zu können. Das haben wir auch bei WrestleMania 8 gesehen, als Bret Hart Roddy Piper besiegte. Wieder ein Lock. Und da sehen wir schon ein Reversal von Bret Hart. Dio jetzt in der Klemme. Geht ins Seil, hält sich darin fest. Das ist verboten. Die beiden werden vom Ringrichter getrennt natürlich. Dino ist sauer. Ja, er hat kein allzu gutes Gemüt, der Junge, kein sonniges Gemüt, aber Bret Hart nimmt das Ganze nicht allzu schwer. Und da hören wir die Anfeuerung des Publikums. Hitman rufen die Zuschauer, stehen natürlich hier fast ein Mann auf der Seite des Hitman aus Calgary. Von Dino Bravo, eine Überraschungsaktion direkt aus dem Lock heraus. Er bekommt dafür aber keinen Beifall, aber es war eine schöne Aktion, schnell reagiert. Bret Hart hüpft erstmal aus dem Ring heraus, um wieder Luft zu schnappen. Dino ist gleich hinter ihm her. Nein, er versucht das Publikum auf seine Seite zu ziehen, was ihm aber nicht gelingt. Ja,
Ja, ja, er ist natürlich noch fit, aber wir haben erst einige Minuten des Kampfes hinter uns. Warten wir mal ab. Bret Hart konzentriert sich, man sieht es ganz deutlich. Er lässt sich ja, er ist so erfahren, er lässt sich nicht mehr in irgendeiner Form durcheinander bringen. Hitman, Hitman heißt es wieder vom Publikumsseite her und wieder der Lock. Und Dino Bravo mit einem Tritt und einem Schlag ans Gesicht. Einem klatschenden Schlag jetzt an den Hals. Es sieht gar nicht gut aus für Bret the Hitman heute im Moment. Whip in. Aber da verfehlt Dino Bravo noch einmal. Und der Body Press von Bret Hart. Aber Dino Bravo kommt aus dem Cover raus und eine Atomic Drop nun von Bret Hart. Ja, er kann das auch. Jetzt zieht Dino raus vor, aus dem Ring zu gehen. Er scheint sich mit dem Rücken ein bisschen verletzt zu haben. Ja, und Bret Hart tut natürlich diese Anfeuerungsrufe gut. Wir wissen ja, dass er ein ganz, ganz großer Deutschland-Fan ist. Er freut sich besonders, hier zu sein. Ja, wir haben natürlich, Uli, um dann auch nochmal zu sprechen zu kommen, nicht nur dieses Titel, diesen Titelkampf, sondern auch zwei weitere Dinge. Zum einen haben wir den Kampf um den WWF Champion Titel zwischen Randy Savage und Shawn Michaels später und natürlich dann in Battle Royal 16 Männer, 16 schwere, großartige Superstars der Wrestling Federation, die dann gemeinsam im Ring stehen werden und Mann gegen Mann kämpfen, bis einer übrig bleibt. Da sind wir natürlich gespannt, wer das sein wird. Ja, das kann man wirklich noch nicht sagen. Es sind zu viele Superstars. Momentan hat Dino Bravo Bret Hart im Side Headlock und scheint da auch jetzt ziemlich Kraft reinzulegen und den Hitman zu schwächen. Der bekommt sofort die Unterstützung dieses fantastischen Publikums, das kann man jetzt schon sagen. Also er greift an die Haare, was er natürlich nicht darf, aber er powert sich langsam wieder nach oben. Aber Dino Bravo zieht nochmal kräftig an. Schauen Sie sich den Rücken an, die Muskeln, die Kraft, die dieser Mann hat. Ja, er ist kein Techniker, er ist einfach ein Kraftmensch. Ein Kraftprotz quasi. Ja. Aber auch er ist ein Mann, der in der WWF schon sehr große Erfolge erzielt hat. Wieder ein Whip-In. Und der Shoulder-Block, da geht natürlich Bret Hart zu Boden. Gegen diese Macht hat er keine Chance. Das gleiche nochmal. Jetzt sieht es natürlich gar nicht mehr so gut aus für Bret the Hitman Hart. Aber er ist geschickter als Dino Bravo. Wie man hier ganz deutlich sehen konnte, fast artistisch. Und der Hip-Toss hervorragend gemacht. Und noch eine Atomic Drop hinterher, wie wir es eben schon gesehen haben. Der Andrea. Und Dino Bravo ist am Boden. Kaum zu glauben, dieses Kraftpaket liegt tatsächlich unten. Ein schönes, schöner Close-Up von ja, Bret Hart. Ja, Bret Hart, er ist ein Mann, der sich immer in jeder Sekunde auf den Kampf konzentriert, nie nachlässt. Wer ihn besiegt, der kann wirklich was. Und das waren noch nicht viele Leute. Hier sehen Sie, wie viele Zuschauer hier sind. Es ist schon beeindruckend. Sie gehen alle mit. Jeder ist gespannt wie ein Flitzebogen, wie dieser Kampf wohl ausgehen wird. Es ist schon eine tolle Atmosphäre hier. Und dieser Kampf bisher sehr ausgeglichen zwischen diesen beiden Männern. Dino Bravo kontert schon wieder, das wird wohl ein Body Slam. Jawohl. Aber Bret kontert schon wieder. Sehr geschickt gemacht. Er bearbeitet weiterhin immer noch den linken Arm von Dino Bravo. Das ist ganz gut, denn er bekommt damit die Kontrolle über den Kampf wieder zurück, wieder in seine Hände. Auf der anderen Seite ist es für Dino Bravo trotz allem die Möglichkeit, ein wenig Luft zu schnappen. Also Bret Hart sollte mehr auf seine Technik setzen. Komm, sagst du es schon, ist Dino Bravo wieder oben. Bret Hart muss jetzt loslassen, weil er sich in die Ecke gerettet hat. Aber er konnte mit einem Schlag in den Magen und gleich noch einer hinterher. Das sind eigentlich Dino Bravo-Taktiken fast, oder? Ja, gleich im Vergelten, ist gar nicht so dumm. Aber das ging in die Hose. Ja, dieser Reversal von Dino Bravo hat gesessen. Dino Bravo ist einer der stärksten Männer der Welt. Und das bekommt Bret the Hitman Hart heute zu spüren.
Und das ist der Ansatz zum Piledriver. Und der ist sogar gelungen. Jetzt stellt sich die Frage, ist der Kampf entschieden oder nicht? Wie oft hat man das gesehen? Das Cover. Wir werden sehen, das Publikum zählt mit und Brad kommt nochmal raus. Gerade nochmal soeben hat er sich hochgepowert, aber Dino ist weiterhin an ihm dran. Ja, jetzt hat er natürlich wieder den Vorteil. Und Sie haben es krachen hören, da gehen Kräfte miteinander um, da kann einem schlecht werden. Double Reverse Chinlock hier. Jetzt können Sie sehen, wie stark er ist. Er hat Bret Hart am Kinn. Der läuft langsam blau an. Dieses Kraftpaket zu besiegen, ist wirklich keine leichte Geschichte. Das ist die geballte Kraft dieses Kolosses, die hier zum Einsatz kommt. Das Publikum quittiert es mit Buhrufen. Aber man sieht deutlich, warum man Dino Bravo den stärksten Mann der Welt nennt. Viele tun das, andere zweifeln es an, aber hier setzt er diese Kraft voll ein. Aber Brad schafft es raus, er kommt hoch, hoffentlich wird er das schaffen, ganz hoch zu kommen und sich von diesem Griff lösen zu können. Das ist hier die Frage, es sieht so aus. Oben ist er auf jeden Fall schon mal. Jawohl, ja, er schafft es. Jawohl, Anlauf. Oh, der Clothesline von Dino Bravo schickt Brad Hart wieder zu Boden. Und da sieht man, wie dieser Mann reagieren kann, Dino Bravo. Aber Bret Hart ist der Intercontinental Champion. Er gibt nicht auf bis zum Schluss. Er hält durch. Aber es ist schon überraschend, wie er trotz seiner Masse Dino Bravo sich bewegen kann, wie flink er sein kann. Schon wieder ein Body Slam. Kracht. Elbow Drop. Es sieht so aus, als hätten wir bald einen neuen Champion, aber doch nicht. Er ist nochmal rausgekommen aus diesem Griff. Unglaublich, wie dieser Kampf hin und her wogte. Momentan mit Vorteilen für Dino Bravo. Bret Hart ist jetzt schon ziemlich ausgepowert, aber er gibt nicht auf. C bleibt da dran und da haben wir den seinen Titel zu halten. Da haben wir den Bearhug von Dino Bravo. Der ist natürlich tödlich. Jetzt ist natürlich das Durchhaltevermögen gefragt und als hätte Bret Hart die Zurufe bestellt, bekommt er sie auch von diesem begeisterungsfähigen Publikum. Er stemmt sich dagegen. Sollte er jetzt aufgeben müssen, dann hätten wir einen neuen Intercontinental Champion. Aber noch ist es nicht so weit. Wollen wir nicht so wegnehmen. Eben. Der Hart geht jetzt wirklich schlecht. Man sieht zum anderen seinen Gesichtsausdruck. Er hat bald keine Kraft mehr. Greift jetzt auch als letzten Rettungsanker in die Haare von Dino Bravo. Versucht ihn an der Stirn jetzt wegzudrücken von sich. Es scheint ihm sogar zu gelingen, ihn ein bisschen zu entfernen. Am Kinn macht er weiter. Das Publikum unterstützt ihn. Hier sehen wir es in der Naheinstellung. Bret Hart immer noch in Bedrängnis. Sehen Sie sich dieses Gesicht an, schmerzverzerrt. Und Dino Bravo lässt nicht locker. Und jetzt beißt Bret Hart zu. Und er hat sich gelöst. Jawohl, er ist freigekommen. Eine nicht schöne Taktik zwar, aber er ist frei. Doch da der Double Axe Handle Blow von Dino Bravo. Das wird auch mit Buhrufen quittiert. Und da der Side Suplex von Dino Bravo. Damit beendet er seine Kämpfe. Normalerweise ist das der neue Champion. Cover. Nein, Bret Hart bekommt das Bein auf Seil. In letzter Sekunde. Es ist erstaunlich, wie er das noch geschafft hat. Dino Bravo ist natürlich sauer jetzt. Das sieht man ihm an. Sauer auf Bret Hart und das Publikum nicht. Keine seiner Aktionen wird anerkannt. Schon wieder das mal. Aber Bret Hart kommt noch mal raus. Unglaublich, was für Kräfte er noch entwickeln kann. So. Schon der erste Kampf, ein absoluter Kracher. Und hier wieder der Bearhug. Und wird Bret Hart ihn diesmal durchstehen? Das ist die Frage. Er ist natürlich jetzt sehr geschwächt. Sehen Sie nur, wie er zu Boden sinkt. Uli, das könnte es doch sein, oder? Ich will es nicht glauben. Ich will es einfach nicht glauben. Bret Hart wird immer schwächer. Sie sehen es ganz deutlich. Wobei das natürlich auch der Versuch sein kann, jetzt nochmal zu Kräften zu kommen, indem er sich nicht mehr wehrt. Ne? Und Dino Bravo
Das stimmt. Das vermeintliche Gefühl zu vermitteln, er sei am Ende. Der Arm fällt einmal, bei dreimal ist Schluss. Aber der Arm bleibt oben, ja, schon. Siehst du. Und gleich beim zweiten Mal, daran erkennt man ganz deutlich, wie viel Kraft dieser Mann hat. Und die Zuschauer feuern Bret Hart natürlich an. Hier sehen Sie es, jeder Schlag wird zelebriert und da hat er sich erneut befreit. Mit einem Satz heißer Ohren. Dino Bravo muss ich erstmal wieder finden. Aber jetzt hält Bret Hart dagegen, blockt die Schläge seines Gegners ab und langt selbstkräftig zu, der Whip-In. Und jetzt können wir gespannt sein, wie die ganze Geschichte aufstehen wird. Und Dino Bravo landet krachend auf dem Boden des Rings. Das kann man hier. Nein, aber er kommt auch nochmal raus. Ja, Bret Hart ist natürlich jetzt sauer. Ja, wieder kommt Dino Bravo raus aus dem Cover. Es geht immer so weiter. Aber Bret Hart lässt nicht locker. Jetzt hat er den Biss gefunden. Der Reversal hier? Ja. Und das war übel. Mit dem Gesicht in die Ringecke für Bret Hart. Ja, Uli, und damit lasse ich dich jetzt mal allein, denn ich werde mich jetzt mal hinter die Bühne bemühen quasi und werde mir einen Interviewpartner schnappen. Hier. Der Backbreaker. Carsten ist jetzt hinter die Bühne gegangen. Wenn ich gerade höre, werden wir noch in Zeitlupe mal. Ja, Sie sehen es sehr schön. Hier hat er ihn erwischt mit dem Ellbogen. Das war's. Voller Stolz zeigt er seinen Gürtel. Carsten wird jetzt hinter der Bühne sein, nehme ich an, inzwischen mit dem Repo Man und Sergeant Slaughter. Ich befinde mich jetzt hier hinter der Bühne. Und Sie sehen schon, wer bei mir ist. Es ist Hacksaw Jim Duggan. Hallo. Royal Rampage, baby. European Rampage. And a Hacksaw Jim Duggan is chomping at the bit to get in the ring. Ja, das war schon die richtige Einleitung durch Hacksaw Jim Duggan. Ich will gleich mal über sein Match heute Abend sprechen gegen Colonel Mustafa. Hacksaw. Did you say Colonel Mustafa? Let me tell you something, Mustafa. You're not over in the Middle East. You're right here in Munich, Germany, stepping in the ring with Hacksaw Jim Duggan. 6'3", 295 pounds, and I'm coming after you, tough guy. Ja, und dieser Mann wird natürlich mit Colonel Mustafa sich heute Abend anlegen, aber dann gibt es noch eine Battle Royal heute Abend und auch da wird er natürlich versuchen zu gewinnen. Hacksaw, we've got a battle royal tonight, and you probably want to come out the winner. 16-man battle royal. You talk about havoc. You talk about a rumble. You talk about battle royal. There's no friends out there. I'll let you in on my strategy. Oh, Hacksaw Jim Duggan, I'm going to get over in that corner over there. I'm going to settle down, and if something moves, I'm going to knock it out. Tough guy. Hacksaw will natürlich gewinnen, das ist ganz klar. Und er sagt auch, er hat seine Strategie, er geht rein und alles, was kommt, wird einfach niedergemäht. Now, Hacksaw, first time in Germany. What do you think of Germany? What do you think? I'm really excited. This is right. This is my first time in Germany. And old Hacksaw Jim Duggan, I'm wide-eyed, looking at all the sights, looking all around. But you gotta keep focused. You gotta keep one thing in mind. And that's Colonel Mustafa. That's the rumble. That's the battle royal. And that's what Hacksaw Jim Duggan's gonna do. Kick some tail, tough guy. Yeah. Das ist Hacksaw Jim Duggan. Es ist alles gesagt, was man sagen kann. Ich gebe hiermit wieder zurück zu Uli. Where's my board? Inzwischen ist die Action hier weitergegangen. Colonel Mustafa ist bereits im Ring. Mike McGurk kündigt ihn gerade an. Currently in the ring,
weighing in at 263 pounds, here is Colonel Mustafa! Wir sehen das nicht besonders beliebt hier. Danke für die Familie Olympia Halle. Stimmung hier in der Olympiahalle. Schauen Sie sich das begeisterte Publikum an. Zurückgekommen, ziemlich außer Atem. Ach, ja, ich sag dir, das ist wirklich ein Hammer. Aber dieser Jim Dunn ist wirklich ein lustiger Kerl. Aber wild entschlossen heute hier Colonel Mustafa seinen Erzfeind zu besiegen. Und selbst in Deutschland brüllt man USA. Jim Dunn ist ein weltweites Phänomen. Das sieht man wieder ganz deutlich. Ja, seine ständig gute Laune ist natürlich auch ungemein ansteckend. Zu liebenswert. Schlachtruf kennt ja auch jeder. Ja, man sieht deutlich, um ein Publikum zu begeistern, muss man nicht in die Ferne schweifen. Man kann auch ganz in der Nähe bleiben. Nämlich hier bei uns in Deutschland. Das Publikum begeistert von der ersten Sekunde an. Und schon geht's los zwischen den beiden. Der erste kleine Techno-Metal-Kampf war da eben. Kurz zu sehen. Die Rufe sind ebenfalls unüberhörbar, soweit Colonel Mustafa betroffen ist. Was er nicht fassen kann, er scheint empört darüber zu sein. Er ist empört darüber, wie wir gerade gesehen haben. Ja, es ist ja immer so, dass diese beiden vor dem Kampf versuchen, mit psychologischer Kriegsführung einander beizukommen. Die alte Sumo-Taktik und schon geht's los. Balla, balla, balla! Balla, balla, balla. Wir wissen, was wir davon zu halten haben. Nichts. Aber Hacksaw Jim Duggan kontert sofort. Und wieder der Lock. Hacksaw sagt, ich habe ihn. Und er hat ihn tatsächlich mit diesem Reversal. Duggan ist Tag-Team-Partner von Smart, wie wir alle wissen. Und der hat eine Privatfehde mit Colonel Mustafa. Deshalb war zu erwarten, dass er ganz besonders heftig gegen ihn kämpfen wird heute. Aber er macht seine Faxen. Er scheint sich keine allzu großen Sorgen zu machen. Das kommt noch. Sorgen nicht. Ja, aber er hat einen mächtigen WWF Superstar vor sich. Er sagt, schlag mich ruhig, macht mir nichts aus, der Whip-In. Zeigt, wie viel geschickter er ist als Colonel Mustafa. Der liegt schon zum zweiten Mal auf dem Boden und robbt sich nun aus dem Ring heraus, um wie üblich zur Luft zu kommen. Und die Menge hier tobt. Man muss es immer wieder betonen. Hier live dabei zu sein, ist eigentlich ein unglaubliches Erlebnis. Der Colonel Mustafa will das Mikrofon haben von Mike McGurk. German people, shut up! If they call USA, USA! Die Deutschen, haltet die Klappe, wenn die USA schreien, schreit ihr gefälligst nicht mit. Es wird mit dem richtigen Kommentar quittiert, wie wir gerade hören und sehen. Und mit der richtigen Miene von Jim Duggan. Ja gut, ich meine, diese Aussage ist eindeutig, wortarm, aber aussagenkräftig. Und diese Geste diese auch. Auch, ja. Ja, natürlich hat sich das Publikum in keinster Weise einschüchtern lassen. Ja. Hau mich doch, sagt er. Und jetzt legt Jim Duggan los. Ja, ja, Mustafa fällt voll drauf rein, natürlich. Schon wieder muss er zu
zu Boden. Jim Duggan in bester Stimmung heute. Das war vorhin schon so, das ist jetzt auch noch so. Aber Colonel Mustafa ist ein Mann, der durchhalten kann. Hier ein Kick wie beim American Football. Aber dazu wird Jim Duggan höchstwahrscheinlich nicht kommen. Ein unfairer Gesichtskratzer hier und ein Schlag an den Kopf von Colonel Mustafa. Und solche Geschichten sind wir auch von ihm gewohnt. Der Ring erzählt ihn aber an. Hexer versucht ihm zu entkommen, aber Colonel Mustafa hat ihn jetzt natürlich ziemlich klar unter Kontrolle. Das ist klar. Mustafa hat ebenfalls ein ganz großes Durchhaltevermögen. Und jetzt legt er so richtig los. Jetzt legt sich Colonel Mustafa ins Zeug. Und ja, schau dir Jim Duggan an. Er powert sich hoch. Das macht ihm überhaupt nichts aus. Das Publikum hilft ihm natürlich dabei. Ganz hervorragend, wie die Zuschauer hier heute mitgehen. Und Ellbogenschläge in den Magen verfehlen nie ihr Ziel. Duggan ist frei und beim Schulterblatt am Boden. Aber ja, das ist ein typischer Move von Colonel Mustafa. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht für Jim Duggan. Denn jetzt ist der Schwere angeschlagen, das sehen wir ganz deutlich. Der Side Headlock. Und schon wieder muss Jim Duggan zu Boden. Und diesmal hat Colonel Mustafa wohl noch fester zugegriffen. Ja, Jim Duggan bekommt auch langsam eine etwas dunklere Gesichtsfarbe. Aber er will da raus mit aller Kraft, die er besitzt. Und das ist nicht wenig. Scheint aber jetzt doch langsam zu alarmen, oder was meinst du, Carsten? Jetzt sieht es relativ schlimm für ihn aus. Ja, und wenn natürlich er bis drei ausgezählt werden sollte, der Ringrichter hebt den Arm, er fällt einmal. Was, schau seine rechte Hand an, er hat gerade die zur Faust geballt. Ja, wohl, siehst du, das habe ich gar nicht. Jetzt wird er sich hochbauen. Jetzt geht es richtig rum. Ihm das Publikum gibt, ja, er ist wieder oben. Das saß. Ja, das ist ein typischer Ruf. Er bauert sich wieder hoch. Hoppsa! Pauli, was war das für ein Anblick? Ein entzückender irgendwie, ja? Jawohl! Jetzt darf das Publikum mitzählen. Und diese Schläge sitzen wirklich. Knallhart sind sie. Man darf sich da nicht täuschen, dass so viele kommen, sie sind knallhart. Was und da macht Mustafa, da greift sich etwas aus seinen Stiefeln. Was könnte das sein, ein metallenes Stück oder so? Und er trifft Jim Duggan genau am Hals. Der Ringrichter hat es natürlich wieder mal wie üblich nicht gesehen. Er fragt ihn, aber findet natürlich nichts in den Händen. Ja, er will ihn durchsuchen, aber er kann natürlich ihn nicht durchsuchen, von oben bis unten. Bin ich gespannt, was passiert. Wenn er das noch einmal macht, sieht es wirklich ganz übel aus für Hexer Jim Duggan. Und da tritt er mit diesen gehörnten Schuhen zu. Das Cover, aber Hexer Jim Duggan kommt raus. Aber den Back Suplex blockt Jim Duggan zweimal ab und setzt seinen eigenen an zum Jubel der Zuschauer. Lange hat er ihn oben gehalten und der Fall war heftig. Ja, jetzt sind beide auf dem Boden. Jim Duggan setzt sich schon wieder auf. Jim Duggan, man sieht, es ist angeschlagen, der Whip-In. Jetzt kommt Jim. Jawohl, er duckt sich ab und packt Colonel Mustafa. Und er landet krachend am Boden. Und da kommt der Ansatz zum Finishing Move. Da ist er schon, der 3-Point-Stand und der Running Clothesline, das Cover. Ja, Hexer hat gewonnen. Sie sehen es an der Begeisterung des Publikums, auf welcher Seite sie sind. Hexer hat den Sieg davon getragen. Es sei ihm gegönnt von Herzen. Schauen Sie sich das Gesicht an. Da freut sich noch einer. Thank you.
wieder hochgenommen, sein Markenzeichen. Ja, das ist Freude. Man sieht, er will, dass man die Musik ausmacht. Und jetzt müssen wir auch ein bisschen Geld verdienen. Wir sind gleich wieder da. Bleiben Sie dran. Wir sind zurück. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier in München in der Olympiahalle beim European Rampage. Marcelo Boa ist am Ring. Carsten Schäfer und ich, Uli Fesseler, sind hier am Mikro für Sie. Schauen Sie sich an. Eine Masse von Menschen. Wir haben hier den absoluten Spaß hier unten. Hier geht wirklich die Post ab. Ja, wir haben natürlich noch fantastische Matches, die uns bevorstehen vor dem jetzigen. Ganz kurz noch, was wir vorhaben. Wir haben noch einen Championship-Kampf nachher um den DDF-Titel zwischen Randy Savage und Shawn Michaels. Und nicht zu vergessen, den absoluten Hammer des Abends, ein 16. Meister. Oh ja, das ist fantastisch, was wir alles haben. Aber hier zuerst mal der Repo Man. Dieser Mann, ein Bursche, der immer überall herumschleicht und auf miese Touren irgendetwas in seinen Besitz zu bringen versucht. Und er sagte schon vorher, er will alle Karrieren der WWF Superstars hier heute in Beschlag nehmen. Na, wir werden sehen. Versuchen wird das zumindest. Ja, Stille. Jetzt kommt der Sergeant Slaughter. Auch er ein Publikumsliebling. Standing Ovation hier am Eingang. Er ist entschlossen, heute siegreich aus dem Kampf hervorzugehen. Und wo seine Liebe liegt, das sehen wir ganz deutlich. Wo immer eine Amerika-Flagge herumhängt, da ist auch Sergeant Slaughter zu finden. Aber auch er ist sicher sehr, sehr froh, mal hier in Deutschland zu sein. Hat er ja schon gesagt, ne? Eben. Und vor allen Dingen, wir sind ja kein DDR-Entwicklungsland mehr. Ja, das nein. Ist lang vorbei. Dank Tele 5. Das können wir laut sagen, ja. Wer hätte das gedacht noch vor 3 Jahren, ne? Stimmt, ja, als wir mit der Sendung angefangen haben. Aber nun gut, man muss dranbleiben. Und hier sehen wir es. Das Publikum ist natürlich auf der Seite von Sergeant Slaughter. Aber der Repo Man wartet auf ihn. So, Deckung ist ertönt. Gleich kann es losgehen. Sergeant Slaughter hat sich entkleidet, ordnet nochmal sein Haar. Und der Repo Man schleicht schon wieder in der Gegend umher. Wieder die Anfeuerung, die gleiche Anfeuerung übrigens wie für Hacksaw Jim Duggan vorhin. Nicht umsonst sind diese beiden auch zusammen ein Team. Aber dem Repo Man macht das nichts aus. Nun, Slaughter möchte ihm heute die Maske herunterziehen und der Welt zeigen, wer er wirklich ist. Aber ob ihm das gelingen wird, Uli, na, ich habe so meine Zweifel. Ich kann mir vorstellen, selbst wenn seine Maske unten ist, wissen wir immer noch nicht, wer er genau ist. Der Lock hier. Ja, der Repo Man scheint ebenfalls in bester Stimmung zu sein. Es scheint ihm heute gut zu gefallen, es sich mit Sergeant Slaughter anzulegen. Ja, also ich kann nur hoffen, dass er heute nicht gleich seinen Scheck nimmt und den bei der Bank einlöst, Uli. Und vor allem so verkleidet in die Bank reingeht. Man könnte ihn für einen Bankräuber halten und er würde dann arrestiert, ne? Das aber mit Sicherheit arrestiert. Verhaftet. Verhaftet ist das Wort, das ich suchte. Jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das endlich. Aber wir sind hier im Kampf. Der Repo Man hat eindeutig die Oberhand gewonnen momentan. Sergeant Slaughter hat arge Schwierigkeiten. Wie gefällt dir das, Sergeant? Strahlt er hier? Nicht besonders gut, nehme ich an. Und vielleicht wird er jetzt auch bald mal was dagegen unternehmen. Es ist eigentlich zu erwarten. Jetzt müsste, jawohl, der Reversal kommt. Und der Slipper hoch.
Der Sleeperhold von Sergeant Slaughter gegen den Repo Man, ist das schon das Ende? Eine ganz überraschende Wendung in diesem Kampf. Er verfärbt sich schon leicht bläulich, wie wir gerade gesehen haben. Geht in die Knie, hält sich jetzt aber am Seil fest. Und jetzt muss Sergeant Slaughter natürlich loslassen. Nicht ohne noch einmal kräftig zuzutreten. Ja, die Action hier im Ring ist heute zum Ärger des Ringrichters, wie wir auch sehen. Ja. Ja, und da haben wir Sergeant Slaughter gesehen. Eine Mischung aus Kampf und Spaß. Der Whip-In von ihm und der Hip-Toss, da haben wir ihn. Und ein Clothesline hinterher. Jetzt sieht es aber schlecht aus für den Repo Man. Ja, Sergeant Slaughter hat jetzt die Kontrolle übernommen, bleibt am Oberarm vom Repo Man. Und der kommt daraus einfach nicht raus. Er mag sich ja überall hinstehlen, aber hier mit Sicherheit nicht. So einfach schleicht man sich aus diesem Griff eben nicht heraus, ne? Eindeutig. Eindeutig, aber trotz schwerster Ölung, die man an seinen Schultern sehen kann. Aber jetzt hat der Sergeant Slaughter. Der Schuss ging nach hinten los. Und ein bisschen Spaß von Sergeant Slaughter. Er weiß immer ganz genau, wo im Ring er ist. Ein hervorragender Mann der WWF. Und wieder ist er am Arm. Man sieht, eine kleine Pause kann er immer mal einlegen. Der Armdreher jetzt, das tut natürlich weh. Er kann natürlich auch den Repo Man überhaupt nicht leiden. Er als aufrechter, gerader Patriot kann mit solchen schmierigen, hinterhältigen Tricks überhaupt nichts anfangen. Und hat null Verständnis dafür. Und schon wieder der Armdreher. Repo Man jammert jetzt natürlich, aber das wird ihm wenig nützen. Hoffen wir zumindest. Sarge ist in bester Stimmung und in bester Form heute. Ich kann auch noch kleine Witzchen machen, obwohl er auch schon recht außer Atem ist. Opa, was ist das denn? Das ist genau ein Side-Backbreaker, der auch gesessen zu haben scheint. Das war natürlich überraschend. Ja, der Repo Man ist ebenfalls ein Powerhouse hier in der World Wrestling Federation. Und das hat er eben gerade unter Beweis gestellt, denn ein Sergeant Slaughter zum Side-Backbreaker hochzuheben, das ist schwer. Da hat er einen Moment nicht aufgepasst und das war ein großer Fehler. Ja. Sie sehen, das Publikum ist auf der Seite von Slaughter und wird ihn auch tatkräftig unterstützen. Wortkräftig, ja. Wir haben natürlich jetzt auch hier eindeutig einige Kämpfe gesehen, in denen das Durchhaltevermögen gefragt ist. Repo Man macht sich über Sergeant Slaughter lustig. Och, dem armen Kerl tut was weh. Meine Güte, tut mir das leid. Vielleicht wird es ihm tatsächlich noch leid tun. Da haben wir es nämlich schon. Ja, kaum hast du es gesagt. Och, da tränen mir die Augen, Uli, wenn ich diesen Schlag sehe, wirklich. Ach, das kann ich weniger nachempfinden. Ich freue mich eigentlich darüber, dass seine linken Touren jetzt endlich mal in die Hose gegangen sind. Und wir werden, vielleicht sagt er noch mal was, vielleicht hat er inzwischen eine etwas höhere Stimme bekommen. Singt im Knabenchor. Singt im Knabenchor, genau. Da ist er jetzt aber noch mal rausgekommen. Jetzt natürlich Sergeant Slaughter mit voller Kraft. Volle Kraft legt er in diese Double Axe Handle Blows, hat den Repo Man in der Ecke, schlägt weiter zu. Jetzt verfolgt er seine Linie gnadenlos. Hussa. Legt sich den Repo Man zurecht. Jetzt die Double Axe Handle Blows in den Magen. Das war mit dem Kopf in die Ringecke. Aber der Repo Man hat noch Kraft für einen Reversal. Oh, und Sergeant Slaughter fliegt aus dem Ring im hohen Bogen. Oh, damit hat er auch nicht gerechnet. Nein, eine ganz überraschende Aktion. Er konnte sich darauf gar nicht vorbereiten. Nee, und scheint sich auch verletzt zu haben. Besser als er flog noch keiner, glaube ich. Ne? Kaum. Aber die Landung war etwas unsanft, das sollte er noch üben. Ja, der Repo Man, wieder in typischer Manier, schleicht er sich jetzt an den Sarge heran. Das Publikum möchte ihn warnen. Wird aber gewarnt, ja, ich glaube, er kriegt's mit. Ja, nein, aber zu spät, der Clothesline kam durch. Repo Man freut sich. Sergeant Slaughter versucht sich draußen zu erholen.
Das Publikum ruft ihm zu, get up, steh auf. Und der Reaperman schleicht sich rein und der raus aus dem Ring. Gerade ist er wieder draußen. Er muss aufpassen, dass er nicht ausgezählt wird. Und er schlägt schon wieder zu. Erneut ein Double Axel Blow, der wirklich gesessen hat. Es ist aber auch unvorsichtig von Slaughter, ihm da unten den Rücken zuzudrehen. Er muss doch mit sowas rechnen. Jetzt schiebt er ihn zurück in den Ring. Reaperman direkt hinter ihm. Aber daran erkennt man, wie geschwächt sein Slaughter eben doch ist. Selbst seine Strategie muss er über den Haufen werfen. Aber ja, jetzt von wegen geschwächt. Gerade sagt man es. Wegen geschwächt. Ja. Nun gut. Ja, ui, Sergeant Slaughter muss jetzt alle Kraft zusammennehmen. Es sah so aus, als wäre er mit dem Kopf direkt an die Eisenstange des Rings geknallt. Das glaube ich auch. Er ist noch benommen, liegt noch benommen am Boden. Erstaunlich, dass er überhaupt wieder hochkommt. Also, wenn ich mir vorstelle, dass mir das passiert, ich kenne nicht mehr auf. Da haben wir den Grapevine. Natürlich nicht, Step Double Stretch, aber... Und der Ripperman benutzt das Seil, um sich mehr Hebelkraft zu geben. Aber der Ringrichter ist zu spät. Der gehört wieder der Familie der Maulwürfe an heute. Genau, sieht wie Pauli und Pauli war ein Maulwurf. Aber Sergeant Slaughter gibt nicht auf, er denkt gar nicht daran. Ist auch ganz klug, dass er nicht zurückkämpft, dadurch wird seine Seite nicht noch mehr gestreckt, als sie ohnehin schon in Mitleidenschaft gezogen ist. Ja, der Reaperman bestreitet natürlich, das Seil gehalten zu haben und beschimpft dann auch noch das Publikum. Und jetzt gibt er endlich auf. Er merkt, das führt zu nichts. Naja, so kann man sich natürlich das Publikum nicht zum Freund machen. Und hier sehen wir jetzt, wie Sergeant Slaughter die Faust ballt. Er will sich entgegenstellen. Das Publikum spürt das sofort. Freut ihn an der Whip-In. Und jetzt bin ich gespannt. Oh nein, er hat es nicht geschafft. Er landet krachend mit dem Rücken auf dem Ringboden. Das war ziemlich schlecht, weil sein Rücken ist ohnehin schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber aus dem Cover kommt er noch mal gerade so eben raus. In letzter Sekunde. Ja, der Repo-Man versteht die Welt nicht mehr. Dachte, das wäre es doch gewesen. War es aber nicht. Stattdessen schlägt er weiter zu. Sergeant Slaughter sieht entschlossen aus, trotz allem entschlossen, diesen Kampf doch noch für sich entscheiden zu können. Er gibt nicht auf, er wurde gerade vom Richter gefragt, er winkt ab. Und er hat er sehr gibt viel. Nicht auf. Er hat sehr viel. Seine Ehre geht ihm über alles. Er hat sehr viel innere Kraft, das wissen wir, als er sich wieder besonnen hat, wo seine Liebe wirklich liegt bei seinem Vaterland. Da hat er gezeigt, was in ihm steckt. Ja, der Reaperman bleibt knaller dran, aber Sergeant Slaughter kontert, indem er einfach in die Ringecke geht und den Reaperman fast zerquetscht. Und jetzt kommt er mit seinem Ellenbogen. Er ist zwar noch schwach, aber ich glaube, jetzt sieht die Sache für ihn doch ganz anders aus. Ja, Reversal hier. Ui, aber Sergeant Slaughter kriegt wieder sein Pferd ab. Also man wendet sich schon wieder zum negativen Buhrufe aus dem Zuschauerraum. Man muss ganz ehrlich sagen, dass der Reaperman sich heute hervorragend verkauft hier. Nun aber ein Reversal von Sergeant Slaughter. Und der Backbreaker. Und der saß. Sie sehen ihn. Der Reaperman ist am Gesicht an und bleibt hier auch manchmal die Spucke weg. Ist aber auch kein Wunder. Aber da hat der Reaperman gekontert mit dem Cover. Aber Slaughter kommt nochmal raus. Aber in letzter Sekunde. Ja. Den ganzen Kampf über eigentlich so, dass sie es gerade so eben noch schaffen. Aber da sieht man, dass sie trotz allem immer noch wissen, was Sache ist. Und kaum startet Sergeant Slaughter einen Angriff, hält Reaperman dagegen. Mal sehen, ob das auch jetzt so ist. Ein Double Clothesline der beiden. Ja, und jetzt gehen sie natürlich zu Boden. Das ist eine harte Aktion gewesen. Beide hatten die gleiche Idee, waren nicht darauf vorbereitet, auf das, was kommt. Beide sind sich heute aber auch besonders ebenbürtig, finde ich. Also keiner schenkt dem anderen was. Und Sergeant Slaughter kämpft sich wieder auf die Beine, nur um wieder auf den Boden geschickt zu werden. Aber auch der Reaperman ist jetzt ziemlich angeschlagen. Sie haben es gerade gesehen, so standfest wie am Anfang ist er nicht mehr. Der Whip-In und da nun der Sleeper Hold. So sieht es aus ja wohl vom Reaperman. Nun muss Sergeant Slaughter kämpfen. Wieder, erneut kämpfen. Man sieht es eindeutig,
welche Schmerzen er erleidet. Versucht nun zum Seil zu kommen, damit der Repo Man wieder loslassen muss. Aber ob er das tut, das ist die Frage. Ja, der Ringrichter ist ja, obwohl, du hast recht. Was sage ich, der Ringrichter ist ja. Das kennen wir. Nein, er schafft es nicht, er kommt nicht zum Seil. Nun muss er sich was anderes einfallen lassen. Repo Man sagt gerade, er ist sich sicher, jetzt hat er ihn. Und seine Karriere, aber da bin ich noch nicht so sicher. Der Arm fällt einmal. Noch einmal. Jetzt müssen wir gespannt sein, weil ein drittes Mal fällt. Nein! Der eine Arm ging runter, der andere hoch nun. Das verwirrt den Repo Man, aber es gilt. Und Sergeant Slaughter wieder auf den Beinen. Und er hat sich ihm entwunden und jetzt hat er ihn im Sleeper geholt. Aber wie? Repo Man ist baff, versucht sich da rauszuwinden, aber es klappt einfach nicht. Ja, jetzt hat Sergeant Slaughter den Spieß herumgedreht. Holt sich wieder die Unterstützung des Publikums. Nun sieht es so aus, als wird der Arm vom Repo Man gehoben. Eins. Da sollte man sich nicht drauf verlassen. Ich glaube nicht, dass das dreimal fällt. Das ist eine Finte. Das ist das zweite Mal aber schon, Uli. Und der Arm fällt auf das Seil. Ja, wo hat man denn sowas schon gesehen? Der Kampf wäre zu Ende gewesen. Aber Sergeant Slaughter muss den Regeln gemäß nun loslassen. Das war Glück für den Repo Man. Das war ein unglaubliches Glück. Aber Sergeant Slaughter lässt nun seinen ganzen Zorn auch nicht mehr aus. Und er knallt auch mit dem Kopf in die Ringecke und hat ihn schon wieder im Sleeper Hold. Repo Man versucht jetzt in die Ecke und ins Seil zu kommen, was ihm diesmal auch gelingt. Und wieder schreitet der Ringrichter an. Er hat am Anfang einiges sich durchgehen lassen. Aber jetzt ist er ganz in Ordnung. Slaughter lässt nicht los. Ui, jetzt packt der Ringrichter Slaughter an den Haaren. Das hätte er nicht tun sollen. Jetzt fliegt er nämlich ins Seil. Und der Repo Man holt sich selbiges von sich selbst mit dem Haken dran. Das Cover. Und dieser Kampf ist vorbei. Mit unlauteren Mitteln gewonnen vom Repo Man. Hier sehen wir den Haken schön deutlich, den der Sergeant Slaughter gerade an den Kopf geknallt hat. Ein unrechtmäßig erworbener Sieg für den Repo Man. Das Publikum buht ihn natürlich aus, den Repo Man. Kann ihn überhaupt nicht leiden, aber man muss zugeben, er hat einen hervorragenden Kampf heute gezeigt, wenn nur nicht diese Unfairness am Ende gewesen wäre. Vielleicht sehen wir noch ein paar Zeitlupeneinstellungen. Ja, ja, war eine sehr schöne. Ausgerechnet diese eine Aktion, die diesen Kampf so verdorben hat. Ja. Das war sehr schön gesehen. Der Schlag mit dem Haken, das Cover und Sergeant Slaughter draußen. Nicht nur die WWF ist hier in Deutschland, auch ihre Schwesterorganisation. Die WWF war schon da und zwar bei der weltberühmten FIBO in Essen. Hören wir Vince McMahon von der WWF und der WWF zu. Bodybuilding has always been associated with Venice Beach, California. As a matter of fact, they call it the Mecca of bodybuilding. But don't let that mislead you, because Europeans are crazy about the sport and its superstar. Speaking of champion bodybuilders, sorry I'm late, I know I've been missed, but these German women just won't leave me alone. Oh, but wait a minute. Why don't you try bungee jumping? It's your turn, Lex. Come on. Me? Yeah. I'd love to, but my lower back's been kind of tight the last time. Oh, that's too bad. Yeah. It's a lot of fun, pal. So long, everyone. Auf Wiedersehen. Sie haben es gesehen, Bungee Jumping ist nicht jedermanns Sache. Lex Luger, den Sie ja sicher alle auch kennen, hat sich da mit einer fadenscheinigen Entschuldigung aus der Affäre gezogen. Vince McMahon, der Tapfere, hat es geschafft. Aber von diesen tollen, tollen Körpern geht es jetzt zu Carsten, der hinten steht und sich mit der Legion of Doom und dem British Bulldog zusammengefunden hat zum Interview. Wir schalten um.
So, bei mir sind jetzt, ist wirklich voll geworden, nämlich die Teilnehmer, eine Hälfte des Sechs-Mann-Tag-Team-Matches, die Legion of Doom, Hawk und Animal und der British Bulldog Davey Boy Smith. Ich bin mal gespannt, was Sie über Ihr Match gegen die Nasty Boys und den Mountie denken. Animal, what do you think about your match tonight? Well, first of all, Vince McMahon, thanks for the bungee jump dedication. That just proves us that you're a little bit sick, just like we are. But now we have European Rampage, the best superstars of the World Wrestling Federation. You got the top star in the United Kingdom, Davey Boy Smith, the British Bulldog. You got the top tag team in the world, the Legion of Doom. And we're going to kick butt right here in Munich. Ja, Animal hat natürlich erstmal diesen Kampf dem Vince McMahon von der WWF gewidmet. Denn der hat Ihnen einen Bungee-Jump gewidmet. Aber jetzt zu Davey Boy Smith. Well, it's going to be fun in Munich. Nasty Boys, the Legion of Doom are going to take care of you. Mountie, you want to come in the ring with that shocking stick and shock the British Bulldog in Europe. You come on down, because it's going to be fun. Because we get to beat the Nasty Boys up twice, and we get to beat the Mountie up twice, because they're coming back in a 16-man battle royal. Ja, die Gegner dieser drei werden heute gleich zweimal verprügelt werden, einmal in ihrem Kampf und dann in der battle royal. Hawk? Well, isn't it so very heartwarming to all the people of Europe and Munich tonight to see us come into the ring and beat people about the head and shoulders? We're talking swelling of the fluid sac surrounding the brain, deviated septums, well, you know, all that fun stuff. You see, the people in Europe, they haven't been able to see it close up enough. Well, you're gonna see it tonight. Ja, natürlich hat Hawk auch gesagt, dass Sie heute richtig loslegen werden und Sie wollen es den Leuten einfach mal live in der Halle zeigen. Okay, Hawk. What a rush. Sie haben es gehört, die drei sind heiß auf den Kampf heute Abend. Hier war man Mike McGurk in den Ring. Der Mountie kommt rein mit seinem Manager Jimmy Hart. Buhrufe werden ihm zuteil. Sie sind nicht beliebt. Das überrascht uns natürlich nicht. I'm the Mountie, sagt er doch. Immer wieder selber dran erinnern, wer er ist. Stop the music! Stop the music, sagt er hier. Das sind keine Begeisterungsrufe, die ihm da entgegenflattern. Sich gerade eben wieder selber daran erinnert, wie ich vorhin schon sagte. Aber hier haben wir die Musik von den Nasty Boys. Die Superstars der WWF. Schauen Sie sich an. Carsten kommt auch gerade wieder zurück, nachdem er mich schmählich allein gelassen hat hier. Ach Uli, ich sagte, ich hätte eine Hilfe brauchen können da hinten. Der Trip dermaßen. Einschüchternde Typen, das kannst du dir nicht vorstellen. Also mich würden die in keinster Weise einschüchtern. Ich weiß gar nicht, was du hast. Oh, ich sag dir, du weißt nie, was passiert, wenn die Burschen, du hättest da sein müssen, die sind bereit auf dieses Match. Das sag ich dir. Und die hat man bis hierher gespürt. Das kam voll rüber. Auch zu ihnen nach Hause, da bin ich sicher. Wir haben hier Nobs und das ist Sex. Die Nasty Boys, auch sie gemanagt von... Natürlich, Jimmy, Mouth of the South, Hart. So, jetzt warten wir auf die Gegner. Die Burschen, die ich gerade eben interviewt habe, da ist der British Bulldog Davey Boy Smith. Und die Halle tot. Das an. Wir können unser eigenes Wort nicht mehr verstehen. Hier geht die Post total.
dass er seinen Hund nicht mitgebracht hat heute. Der ist ja nun leider im Hundehimmel. Nun gut, aber er hätte ja Nachwuchs haben können. Hundenachwuchs. Wir machen hier unsere Scherze, aber die Stimmung hier ist unglaublich. Sie müssen hier sein, super sollen wird nicht. Naja, es gibt natürlich nur eine bestimmte Menge Tickets, die sind alle frühzeitig weggegangen und hier kommen sie, die Legion of Doom, Hawk und Animal. Höchstpersönlich, ja. Das ist so schwer. Hier sehen Sie in der Großaufnahme die Halle, die völlig ausrastet. Das Dach der Münchner Olympiahalle fliegt bald weg. Das kann ich Ihnen versprechen. Kriegt eine richtige Gänsehaut, wenn man da sitzt. Und dieses Geschoss um sich herum. Aber wirklich. Alles vibriert hier. Ja, wir haben, glaube ich, schon Klagen bekommen über Ruhestörung, nämlich von einer Dame aus Frankreich. Freundlich schauen Sie nicht rein. Es ist wirklich unglaublich, man kann es immer wieder betonen. Eine Riesenparty, kann man eigentlich sagen. Eine Riesenfete, alle sind sich einig, alle sind begeistert. Es gibt keine Machtkämpfe, wie bei manch anderen Sportarten. Um das auch mal zu erwähnen. Ja, und da sind die kleinen weiblichen Fans. In Deutschland sind sie genauso begeistert wie überall auf der Welt, wo sie nicht nur die kleinen weiblichen Fans. Auch die großen, natürlich. Auch die großen. Ja. Aber die männlichen Fans auch. Und da schließe ich mich natürlich selbst mit ein. Nobs, wie immer beschwert er sich darüber, dass das Publikum dem Gegner zujubelt. Und hier haben wir schon. Nobs scheint zu beginnen, aber wir müssen das abwarten. Hier stehen diese drei Gegner, eine Macht steht einer anderen Macht gegenüber. Nein, die drei posieren erst einmal. Aber das wird sie nicht weit bringen. Ja, und hier sehen wir, wer deutlich auf Seiten des Publikums ist, beziehungsweise andersrum, auf wessen Seite des Publikums steht. So, und jetzt warten wir ab. Nobs ist für seine Seite im Ring. Jetzt müssen wir abwarten, wer für die andere. Jimmy Hart feuert seine Leute wieder an. Und es ist offenbar ganz richtig Animal. Die Anfeuerung kommt. LOD. Die Legion of Doom ist hier so beliebt wie sonst auch überall. Ja. Geht schon auf Animal los, aber die Reaktion von Animal ist eindeutig. Nobs fliegt erstmal runter, Animal wie ein Terrier geht auf ihn los und Nobs fliegt aus dem Ring. Das ist ein wunderbarer Anfang für dieses Match. Wenn man ein Fan von Legion of Doom und Davey Boy ist, wer die anderen mag, der wird sich da schon etwas anderes zu denken. Nun, es ist ein sehr dynamischer Anfang. Gut, damit kann ich leben. Für beide Teile. Ja, die Scherze geschehen wirklich nur hier am Mikrofon. Im Ring geht es knallhart zu und Jimmy Hart agiert wie eh und je. Jede Aktion wird mit einem Kommentar versehen, entweder mit Buhrufen oder mit Jubel. Momentan mit Buhrufen, das heißt, Nobs hat die Oberhand gewonnen. Sieht gar nicht gut aus für andere, aber er duckt sich gerade ab. Nochmal. Und klatschen seine Nobs wieder auf dem Rücken, auf dem Boden. Sachs kommt rein. Aber Hawk ebenfalls und der British Bulldog verscheucht hier den Mountie. Er hat ja schon im Interview gesagt, er will sich den Mountie greifen, die Legion of Doom. Hoffentlich fängt er nicht an zu weinen. Das rührt mich. Ich finde das ganz entzückend. Das wäre so schade. Naja gut, wollen wir jetzt mal. So, jetzt scheint wieder einigermaßen Ruhe eingekehrt zu sein. Nobs hat mit Mountie gewechselt.
Ja, das Publikum nach wie vor wieder auf der Seite dieser drei Herren auf der linken Seite. Der Mount, die wollte natürlich den British Bulldog im Ring haben und den hat er auch bekommen und sofort flüchtet er. Ja, erst wollte er ihn, dann flüchtet er vor ihm. Ja, was ist das denn für ein Verhalten? Und der British Bulldog entfacht einen Jubel allererster Kanone. Meine Damen und Herren, wenn wir hier manchmal so ein bisschen umgangssprachlich werden, sehen Sie es uns nach. Aber diese Stimmung steckt dann einfach an. Da kann man nicht immer formell bleiben. Und warum sollte man auch? Ja, richtig. Kurz und bündig, Uli. So, jetzt kurz ab und doch. Genau, jetzt sind die beiden im Ring. Ja, lieber Marty, wir wissen, wer du bist. Alle wissen es und alle wollen jetzt mal sehen, dass dich jemand auf den Rücken legt. Das klang sehr interessant. Der Mountie hat den besseren Start erwischt. Er macht viel Show und dann legt er richtig los. Der Whip-In, nein, ein Reversal. Und Sabre hebt ihn hoch, leicht wie eine Feder. Guck dir das an. Stemmt ihn sogar, ob man es glaubt oder nicht, den schweren Mountie. Und er krachen mit dem Rücken auf den Boden des Rings. Das saß. Unglaublich, was der British Bulldog für Kräfte hat. Das haben Sie jetzt mal selber gesehen, den hochzustemmen wie eben, ist unglaublich. Dafür jetzt der Side Headlock vom British Bulldog. Er bleibt jetzt momentan dran, aber der Marty hat ihn an den Haaren, der Whip-In. Ja, aber sehr geschickt, artistisch geradezu. Haust du unten durch. Aber der Marty hat sich da selbst dann beigestellt. Und der British Bulldog sagt, ach, jetzt langs mal, jetzt wechsle ich und schickt Hawkins rennen. Er trifft auf Sachs. Und hat nur Verachtung für ihn übrig. Sehen Sie diesen Gesichtsausdruck, da wird einem Angst und Bang. Und ich habe den Burschen gegenüber gestanden, Entschuldigung. Und da wird es einem wirklich Angst und Bang und auf dem kalten Rücken. Ja, ich habe mir gerade gedacht, wenn er eben Knoblauch oder Zwiebeln gegessen hat, dann wird es den guten Sargs auch etwas umgehauen haben, allein schon von diesem Atem. Ja, etwas zurückgetrieben, aber Hawk zeigt eindeutig, was hier Sache ist, der Lock der beiden. All right, now you got it, man. Natürlich muss Hawk jetzt loslassen, aber er muss auf der Hut sein, sonst greift ihn Sachs an und genau das macht er auch. Dreht den Spieß rum und schlägt zu. Jetzt sieht es schlecht aus für Sachs. Klatschende Schläge an den Hals. Und die Faust auf Hals, Rücken, Schultern. Sachs guckt auch ein wenig verdutzt rein im Moment. Aber jetzt er mit... Nein, es ist der Reversal. Obwohl der rennt voll das ausgestreckte Bein von Hawk, hat ihn aber festgehalten. Ja, und Hawk kontert seinerseits wiederum. Ganz hervorragend, wie er da reagiert hat. Sachs rennt um den Ring. Jetzt wird er natürlich versuchen, Hawk anzugreifen. Und genau das ist auch geschehen. Das war eine Unachtsamkeit von Hawk. Er versucht jetzt zu Atem zu kommen, aber Sachs bleibt dran, hat ihn jetzt am Kopf. Hören, was die Zuschauer davon halten. Whip-In hier. Der Whip-In, ja. Ah, aber Hawk bleibt stehen, dreht Sachs um. Das wird wohl ein Neckbreaker werden und genau das ist der Fall. Ein hervorragender Knobs kommt jetzt rein und will seinem Freund helfen. Aber oh, das gibt es schon. Nein, das ist ein Double Face Slam hier. Das war wirklich gemein. Man könnte auf Englisch sagen, das war nasty. Das heißt nämlich gemein, nichts anderes. Das passt ja auch zu den beiden Jungs, die uns da betroffen hat. Ne? So, Hawk hat sich wohl wieder gefangen, hat seinen Plan wieder im Kopf. Und der besteht darin, wie er es auch im Interview gesagt hat, ran und weg. Das Klatschen hat man bis in die hintersten Reihen gehört. Sachs knallt jetzt mit dem Rücken in die Ecke, aber Hawk leichtet er und fliegt auch noch aus dem Ring. Das war Pech. Das war eine Unachtsamkeit und schnell reagiert von Sachs. Animal und der British Bulldog greifen nicht ein. Sie wissen, das dürfen sie nicht. Aber auf der anderen Seite macht es Knobs bei Hawk. Schiebt ihn zurück in den Ring. Legt ihn zurecht für seinen Partner. Und der wechselt mit dem Mountie. So, der Wechsel ist vollzogen und nun darf der Mountie selbst, er geht ja gerne wie ein Aasgeier an den Gegner, wenn der schon auf dem Boden ist, provoziert nun den British Bulldog, die alte Taktik, wir sehen es, der Ringrichter ist dabei. Und im Hintergrund Knobs und Sachs haben sich Hawk gekrapscht. Mit dem Megafon schlagen sie zu, Hawk ist schwer getroffen.
der Ringrichter hat es natürlich, das brauchen wir langsam nicht mehr erwähnen, nicht gesehen. Sofort das Cover vom Mounty. Ja, aber kommt nochmal raus. Und das Publikum jubelt ihm zu. Aber der Mounty bleibt weiter an ihm dran. Das sieht gar nicht gut aus. Er ist in der falschen Ecke, absolut. Und die beiden, hat man jetzt gerade noch gesehen, bearbeiten ihn mit irgendeiner Kette oder sowas, die sie ihm um den Hals geschlungen haben. Der Ringrichter lässt ihn wieder ablenken. Es ist doch immer das Gleiche, es ist nicht zu fassen. Und Hawk ist jetzt natürlich in sich zusammengesunken am Boden, das ist klar. Nun darf aber Nobbs mal wieder rein und er führt sich auch gleich mit dem Double Axe Handle Blow ein, das Cover. Aber Hawk kommt raus. Das ist ein Mann, der ist hart im Nehmen, wie auch im Austeilen. Schon wieder ein schneller Wechsel nun, das ist die richtige Taktik. An den Mann, schnell wechseln und ihn versuchen so zu schwächen, dass man ihn nachher pinnen kann. Aber das ist noch lange nicht so weit. Wird es Zeit, dass Hawk endlich wieder in seine Ecke kommt und wechseln kann? Hier nochmal das Cover. Aber er kommt raus. Ich hoffe, er kann sich jetzt berappeln. Wieder ein Wechsel mit dem Mounty. Der steigt aufs Seil. Sex hält ihn bereit und der Double Axe Handle Blow trifft voll den Rücken von Hawk. Er versucht natürlich in seine Ecke zu kommen, schafft es aber nicht. Und hier sehen wir Jimmy Hart, der natürlich seine Leute anfeuert. Mounty erinnert alle wieder dran. Mounty scheint eine Identitätskrise zu haben, weil er immer wieder betont, wie er heißt. Wir alle wissen es. Allerdings sieht es für Hawk wirklich übel aus. Animo versucht zu ihm zu kommen, dehnt sich, streckt sich nach ihm aus. Aber er schafft es einfach nicht. Davey Boy ebenfalls. Beide versuchen ihn dazu zu bewegen, in ihre Ecke zu kommen. Hauen ihn hoch, das Publikum hilft ihnen dabei. Er schafft es, er scheint es zu schaffen. Schau dir das an, er hebt den Mount hoch. Das ist Carsten, was sagst du dazu? Unglaublich, unglaublich. Und der hämmert ihn auch gleich zu Boden. Ist das jetzt die Wende in diesem Kampf? Nein, der Mounty hält noch immer eisern fest. Mein Gott, Hawk, versuche in die Ecke zu kommen. Rappel dich zusammen hier. Ja, natürlich will der Mounty auf keinen Fall loslassen und schafft es auch mit Nobbs zu wechseln. Hawk ist immer noch im Ring, der Elbow-Drop von ihm. Noch einer hinterher. Nun ist Nobbs in seinem Element. Und er ist auch wirklich ein gewichtiger Kerl, das Cover. Aber er kommt nochmal raus, wie wir alle gehofft haben hier. Die Stimmung in der Halle ist wirklich unglaublich. Alle hoffen natürlich, dass Hawk hier nochmal rauskommt. Sieht nach einem Side-Backbreaker aus, jawohl. Und dann schon wieder der Wechsel mit dem Mounty. Das machen die drei sehr, sehr intelligent, keine Frage. Aber da zieht Hawk die Knie an und der Mounty ist schwer getroffen, als wäre er von seinem eigenen Elektrostock getroffen worden. Ja, darauf haben natürlich alle hier gewartet. Aber Hawk robbt in die falsche Ecke. Wird er es schaffen zu wechseln? Mein Gott, wir fiebern hier mit ihm, aber ich glaube, er schafft es. Na? Noch 2 Meter ist er weg. Jawohl, der Wechsel ist gelungen. Wunderbar. Und nun Animal mit dem Dropkick, der Standing Dropkick. Noch einer gegen Sags und einer gegen den Mounty. Fantastisch. Einer gegen drei und mit welcher Vehemenz er das schafft. Den ganzen Zorn hat er sich hier in seine Schläge schnitt. Davey Boy bei ihm. Der Double geht gegen Nobbs. Jawohl, der ist platt. Wieder ein Wechsel. Davey Boy hat jetzt Nobbs in der Mache. Sofort kommt der Max Suplex, da ist er, aber der Mounty kommt in den Ring und er bricht das Cover ab auf seine Art. Aber bei Davey Boy beißt er da auf, griniert. Dieser Kampf scheint hier voll aus der Kontrolle geraten zu sein. Nun haben die drei Nobbs, ziehen auf Sags wieder rein. Nun geht es wirklich hier wild her. Dran an Davey Boy. Sags scheint gerade aus dem Ring geflogen zu sein, jawohl. Und Hawk und Animal haben Nobbs in der Mache. Das muss man sich ansehen, das ist der Finishing Move. Der Power Slam von Davey Boy, ist das Ende? Jawohl. Jawohl! Die beiden haben den Kampf gewonnen. Hervorragend. Unglaublich, was diese Burschen geleistet haben. Und die Stimmung hier in der Olympiahalle in München ist am Überkochen. Die Halle tobt. Der British Bulldog freut sich. Und wir haben noch vor uns einen Championship-Kampf von Randy Savage und Shawn Michaels. Und nicht zu vergessen den 16-Mann-Battle-Royal, wo 16 Männer aufeinandertreffen und der übrig bleibt, hat gewonnen. Aber jetzt werden wir abgeben an die Werbung. Ja, und wir sind gleich zurück. Bleiben Sie dran. Meine
meine Damen und Herren, wir sind jetzt wieder hier nach der Werbung mit diesem Mann, Bret Hitman Hart. Unglaublich, was er geleistet hat, hat heute seinen Titel, den Intercontinental Champion Titel verteidigt gegen Dino Bravo, den er bei WrestleMania 8 von Roddy Piper sich geholt hat. Bret, congratulations on your victory today, your first title defense after WrestleMania 8. Okay, so what do you have to say? You must be excited. I just gotta say, after beating Roddy Piper in WrestleMania 8, holding the World Wrestling Federation Intercontinental Championship belt is only gonna be that much harder. Getting past Dino Bravo was no easy task, but because of Germany and the people in Deutschland, the Hitman, the excellence of execution, rolled right over top of Dino Bravo. Ja, Bret Hart ist sehr glücklich, hier in Deutschland seinen Titel verteidigt zu haben. Nun gut, wir sind auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir ihn hier gehabt haben. Und nun bin ich mal gespannt, wir werden noch weitere Interviews haben werden. Wir haben eigentlich noch einige Interviewgäste hier. Ich bin mal gespannt, was noch passiert. Bret? Well, let me tell you, the big guy on my mind right now is Shawn Michaels. Shawn Michaels, do what you gotta do, but the excellence of execution is gonna be on the ball in Deutschland. Deutschland, Wunderbar, excellence of execution and the Intercontinental Belt. Sie haben es gehört. Bret Hart will natürlich diesen Titel verteidigen und am liebsten gegen Shawn Michaels. Nun ja gut, ich bin mal gespannt, ob er das schafft. Da ist er ja, Shawn Michaels. Look who's here, look who's here. You know something? It seems like Shawn Michaels is on the mind of everybody all over the world. You know, Hitman Bret Hart, you had a tough one today in Dino Bravo. You better consider yourself a real, real lucky man that you didn't face the sexiest man alive, Shawn Michaels, because you would have been the shortest reigning champion ever. Nun, Shawn Michaels ist sicher, dass er Bret Hart hätte schlagen können und dass er nicht gegen ihn angetreten ist. But, Shawn, tonight you have a very, very difficult task against the World Wrestling Federation champion Randy Macho Man Savage. Along the same lines, let's talk about short-lived champions. See, what you're looking at right here, Jack, is the shape of things to come. The new wave of the 90s. And tonight is the biggest night of Shawn Michaels' life. The World Wrestling Federation Heavyweight Championship. The Macho Man, Randy Savage, a legend. Well, I got news for you, legend. Even the great dinosaurs had to come to an end. And I got news for you. As a new man on the block, and you're looking at him. That's Shawn Michaels. Tell him, Jack. Shawn Michaels sagt, da muss ich fast lachen, dass er sich heute diesen Titel zurückholen wird, beziehungsweise diesen Titel sichern wird von Randy Macho Man Savage. Nun, wir werden es später sehen. Aber er hat natürlich eine Verbündete und das ist Sensational Sherry. Und sie kennt Randy Savage bestens. You know, don't get me wrong. You're not talking to Sherry. You talk to me, Jack. I don't want anybody to get me wrong. I've always been a real popular guy. But tonight is really my night. Bret Hart can't seem to get Shawn Michaels off his mind. Randy Savage can't get Shawn Michaels off his mind. All of Germany can't get Shawn Michaels off their mind. The Battle Royal, what a night I've got. Sherry, I know you can't get me off your mind. I'm going to take everybody. Battle Royal, World Wrestling Federation title, Intercontinental title. Man, do I feel good. Shawn, we have more important things to do. Shawn Michaels is leaving the interview room. Was kann man dazu sagen? Nach dem Riesenerfolg der European Rampage, die die WWF Superstars auch nach Deutschland führte, sind sie erhältlich, die begehrten WWF-Souvenirs und Fanartikel wie T-Shirts, Poster, Gürtel, Kappen sowie das Originalprogrammheft in deutscher Sprache. Fordern Sie den farbigen Prospekt mit Bestellkarte bei uns an und vergessen Sie nicht, einen frankierten und adressierten Rückumschlag beizulegen. Jetzt sind wir wieder in der Olympiahalle in München und hier geht es weiter. Die Action ist ungebremst. Ja, und nachdem wir jetzt wissen, was in der Welt um uns herum so vorgefallen ist in der Zwischenzeit, sind wir wieder direkt hier in der Olympiahalle in München und wir haben noch einiges vor heute. Ja, zum Beispiel, zum einen mal natürlich den Kampf um den WWF-Champion-Titel zwischen Randy Macho Man Savage und Shawn Michaels und... natürlich nicht zu vergessen, den 16-Mann-Battle-Royal. 16 kolossales WWF-Superstars in einem Ring gleichzeitig, Mann gegen Mann, den Kampf, den werden wir uns bestimmt, also ich bin ganz glatt. Ja, und damit gehen wir zurück zur bezaubernden Mike McGurk. Yes, the following contest
scheduled for one fall. Making his way toward the ring, weighing in at 330 pounds, here is Papa Shango! Ja, Uli, und hier sehen wir ihn, Papa Shango, furchteinflößend wie eh und je. Wir haben noch gar nicht die Kopfhörer wieder richtig auf. Da ist er schon in der Halle. Sie sehen, meine lieben Fans zu Hause, die hier in der Halle sind ja sowieso. Hier geht es nonstop zu. Papa Shango, der Voodoo-Priester mit seinem rauchenden Totenschädel hier, der ja eigentlich nicht hier sein sollte, so wie ich gehört habe, denn hat schon zu einigem Tumult geführt, weil er qualmt. Ist auch der einzige Wrestler, der mir so, wenn ich neben ihm stünde, wirklich eiskalte Schauer über den Rücken jagen würde. Tja, und jetzt müssen wir mal abwarten, was noch passiert. Ja, ein absoluter Neukammer hier, Newcomer in der WWF. Verbreitet Angst und Schrecken, wo immer er seinen Fuß niedersetzt. Absolute Panik, absolute Gänsehaut. Kein Wunder, Sie sehen es selbst hier. Live ist es natürlich noch um einige gerade gruseliger. Ja, wirklich ein wahrer Hexenmeister. Keine Frage. Es läuft dann wirklich ein kalter Schauer über den Rücken, diesen Mann zu sehen. Hexenmeister zu aber in keinster Weise bezaubernd. Ja, und sein Gegner. Wir hören Mike McGurk. Sie stellt ihn uns vor. Publikumsliebling, der hier reinkommt, Sie sollten es hören, die Halle tobt. Alles steht hier vor uns auf. Standing Ovation für El Matador. Das ist ein Mann, der schon Ewigkeiten in der WWF ist. Und er hat immer noch nichts von seinem Können verlernt. Im Gegenteil, seit er seine Ausbildung als Stierkämpfer gemacht hat, hervorragend. Einer der beliebtesten Männer in der WWF. Absolut, ich meine, das sieht man immer auf anderen. Und das ist auch absolut berechtigt noch natürlich dazu. Und einen Körper hat er, einen Körper. Das glauben diese jungen Damen offenbar auch. Mhm. Da haben wir ihn, ein stolzer Gruß des Matadoren ins Publikum. Dieser Mann weiß, welchen Respekt er seinem Land, seiner Ausbildung und seinem Publikum zollen muss. Gong ist ertönt, schon geht's los. Er macht hier seine Witzchen noch mit seinem Gelb. Ole, kann ich da nur sagen. Bin gespannt, was Papa Shango dazu sagt. Er wird es bestimmt mit. Er spricht ja nicht sehr viel, ne? Ja, das sicher nicht. Das ist ja auch noch mit eins der unheimlichsten Dinge, die ihm anhaften, dass er wenig sagt. Ja, und man weiß einfach nicht, wie man an diesen Burschen herangehen soll. Nun, gleich werden wir es sehen. Tito Santana macht es genau richtig. Er weicht einfach aus. Papa Shango ist hier sein Stier. Er sieht auch ein bisschen so aus im Moment, ne? Doch, absolut, mit diesem Gesichtsausdruck. Und schon wieder das Ganze. Er ist natürlich nicht so furchtbar beweglich, dieser gute Papa Shango. Aber furchtbar böse. Ein sympathisches Lächeln hier von Tito Santana. Aber er lässt seinen Gegner nicht aus den Augen. Und jetzt hat er ihn auch fest im Griff. Papa Shango drückt ihn in die Ecke, versucht sein ganzes Gewicht einzusetzen. Schafft es auf der Ellbogen jetzt an den Hals von Tito. Tiefer Schlag in den Magen. Und eine Kopfnuss. Rippen hier. Und Tito knallt mit voller Wucht mit dem Rücken in die Ringecke. Das tut ihm nicht gut. Papa Shango triumphiert jetzt. Ja, jetzt setzt er natürlich diese ganze Kraft, die er hat, zusätzlich zu seiner Größe ein, um Tito Santana erst einmal einzuschüchtern, denn mit seinem Schädel alleine, mit dem Totenschädel in der Ecke hängt, gelingt das sicher nicht. Der Whip-In nun von ihm. Und Tito landet auf dem Boden des Rings mit riesigem Krach. Aber Shango nimmt Anlauf. Aber dieser Leg-Drop ging daneben. Volle Sahne. Tito ist wunderbar ausgewichen und er schneidet ihm jetzt die Faust ins Gesicht, an den Hinterkopf. Jetzt schlägt er natürlich zu. Jetzt weiß er ganz genau, was Sache ist. Da
Armdreher und Tito verfügt, auch wenn man das jetzt gar nicht so meint, über ungeheure Kraft. Papaschango muss kurz in die Knie gehen und Tito bleibt am Arm dran. Aber Papaschango greift ihn sich jetzt gerade in die Haare. Rücken hier. Ah, und Tito hat sich wieder abgeduckt, ganz geschickt, und knallt Papaschango seine Faust ans Kinn. Und nun der Clothesline, aber Papaschango wankt nur. Ein zweiter Clothesline, er geht auf die Knie. Und Tito greift sich sofort den Arm. Papaschango beginnt wieder mit seinen Beschwörungsformeln. Aber das wird ihm momentan nicht viel helfen, denn Tito Santana lässt sich davon nicht beeindrucken. Er ist seine bösen Geister losgeworden, als er eine kleine Pause gemacht hat. Nun zieht Papaschango ihn an den Haaren, der Whip-In. Und Tito drückt sich wieder ab. Das hätte er doch wissen müssen. Tito kommt geflogen und Papaschango ist auf dem Boden. Hat aber die Kraft, noch Tito hochzubuchten. Haben Sie das gesehen? Unglaublich, wie weit er diesen großen Mann doch wegwirft. Und sofort kontert Papaschango auch wieder. Jetzt sieht es schlecht aus für Tito. Papaschango beschwört nun seine Geister. Vielleicht sind sie ihm heute wohl gesonnen und vielleicht führen sie ihn zu einem Sieg. Ja, die Zuschauer allerdings nicht. Und mit einem teuflischen Blick greift der Tito in die Haare und in die Augen. Das schmerzt. Das hört man bis hierher. Und Papaschango triumphiert. Man sieht das Leuchten in seinen Augen. Wenn er einen Gegner in dieser Position hat, dann freut er sich natürlich. Und Tito leidet jetzt. Schau dir diesen Blick an. Wirklich furchteinflößend. Tito Santana ist ziemlich fertig jetzt. Doch er atmet sehr schwer. Und auf Papa mit dir, brüllt Papaschango hier. Ja. Im Anlauf. Und er tritt gleich wieder voll zu. Unglaublich, was dieser Mann hier loslässt. Ja, Tito Santana hat sich von Anfang an so gut, wie es nur geht, gewehrt, aber es geht einfach nicht so gut, zumindest nicht momentan. Papaschango muss loslassen, ganz klar. Furchterregender Gegner. Wenn er dann auch noch zu unlauteren Methoden greift, ist er natürlich doppelt so gefährlich. Und hier kommt jetzt die Anfeuerung durchs Publikum für El Matador Tito Santana. Und der lässt sich davon offenbar auch beeindrucken, greift an, aber Papaschango lässt den Vorarm wieder einmal auf ihn niederkrachen und zeigt gleich einen Whip-In. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich wieder ab... Papaschango kommt geflogen und der Closer hat gesessen. Tito ist wieder auf dem Boden. Wunderbar, aber wie er das macht. Wow, und bei dem Blick gefriert einem das Blut in den Adern. Aber wirklich, ja, Papaschango ist ein absoluter Einzelgänger. Er lässt sich von niemandem etwas sagen, verfolgt seine Linie und kommuniziert eigentlich, wenn überhaupt, dann nur mit seinen Göttern. Tito Santana in einer absolut gefährlichen Position hier jetzt. Das sieht wirklich nicht gut aus. Ja, und das war zu erwarten. Dieser Headbutt war zu erwarten. Und wieder. Wieder die Beschwörung von mir sagt, zeig es mir, zeig mir den Weg, diesen Mann zu besiegen. Der Totenschädel grinst sich ein, so eine Ecke. Ja, sein Schützling Papaschango ist ja auch in guter Form momentan. Da haben wir wieder den Reverse Double Chin Lock. Da sehen Sie, ist Tito Santana bald die Fäuste, versucht sich diesem Schicksal, das ihm droht, entgegenzustellen. Er ist ja nun auch in einer äußerst schmerzhaften Lage, in der wenig gegen Papaschango ausrichten kann. Ja, und selten hat es mich wirklich so gefreut bei einem Anblick, wie eben diese Szene durch den Totenschädel hindurch betrachtet. Papaschango bekommt natürlich keinen Jubel, aber es ist ihm egal. Und weiter setzt er auf diese Aktionen, die wir von Anfang an sehen. Harte Tritte, harte Schläge, aber da kommt Tito Santana an. Er versucht sich zu wehren, bekommt aber wieder einen Schlag ab. Nichts, was er heute tut, scheint zu fruchten gegen diesen absoluten Kraftprotz. Er strotzt vor Kraft und Selbstvertrauen.
Und Tito ist wirklich in einer miesen Position im Moment, aber kaum sage ich das schon, kommt er geflogen aus dem Seil. Dann kommt wieder der Vorarm, aber schon wieder tritt Papa Shango zu. Wird es Tito Santana überhaupt gelingen, heute auch nur eine einzige Wrestling-Aktion durchzubringen? Das ist die Frage. Nein, er muss weiter leiden. Papa Shango setzt ihm unablässig zu, verursacht ihm Schmerzen. Tito knallt jetzt wieder mit einem Bersten in die Ecke. Ist aber ausgewichen und Papa Shango ist in seine eigene Falle getappt. Das tat ihm nicht gut. Und Tito dreht jetzt auf, gibt sein letztes und tritt zu, was das Zeug hält. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob es vielleicht ihm gelingt, das Blatt zu wenden. Papa Shango hängt in der Ecke, der Whip-In von Tito Santana. Aber er kommt mit dem Clothesline aus der Ecke zurück. Und schon Tito liegt schon wieder auf dem Boden. Unglaublich, dieser Mann. Ja, was er auch macht, es hat alles keinen Sinn. Er hat was Zombiehaftes, es ist wirklich erschreckend. Er steckt alles weg. Und der Backbreaker hat ebenfalls gesessen. Pauli, und ich muss dich jetzt schon wieder allein lassen, auch wenn du es mir vorwirfst. Schmählich werde ich jetzt wieder verlassen. Ich muss wieder ein Interview führen, also ich sehe dich nachher wieder. Aber Shango steigt jetzt aufs Seil. Schwört wieder seine Götter, das Publikum brüllt vor Entsetzen und Tito weicht wieder aus. Und Papa Shango landet auf seinem eigenen Ellbogen, das saß ebenfalls. So kann man sich selbst verletzen. Aber Tito ist auch nun sehr angeschlagen, wie man sehen kann. Holt aber nochmal aus. Papa Shango ist sichtlich überrascht. Das Publikum zählt hier mit. Und Tito gibt sein letztes. Und gleich nochmal. Papa Shango liegt auf dem Boden. Es ist nicht zu fassen. Tito covert. Aber das war klar. Papa Shango hat ihn nochmal weggestoßen. Mit welcher Wucht, hat man sehen können. Aber Tito gibt nicht auf, er bleibt dran. Whip in hier. Jawoll! Das hat gesessen. Ich glaube sogar, Papa Shango hat sich dabei verletzt. Gut getan hat es ihm auf jeden Fall nicht, aber er steht schon wieder. Und Tito, wieder kommt er geflogen. Und hat Papa Shango auf dem Boden. Aber auch dieser Count wurde vorzeitig abgebrochen. Jetzt klettert er aufs Seil. Sollte sich beeilen, denn Papa Shango steht schon wieder und ist nun sehr weit von ihm entfernt. Aber Tito kommt geflogen. Oh, aber Reversal von Papa Shango. Und er hat gewonnen. Unglaublich. Dieser unheimliche Mensch hat den Sieg davongetragen. Schauen Sie sich dieses Gesicht an. Ich hoffe, wir werden noch eine Zeitlupe zu sehen bekommen von diesem letzten Manöver. Zu sagen hat. Diesen Gürtel hier, den kennen Sie ganz genau. Es ist der WWF Championship Gürtel. Yeah! Und dieses Geräusch kennen Sie auch. Das ist der Macho Man Randy Savage, der neue WWF Champion. Randy, it's great to have you on the program. The new champion. Once again, it must feel brilliant. Feels brilliant, yeah. Very, very, very brilliant. Yeah. Can't wait to walk down that aisle in the Olympic Gala. Yeah. All those thousands of people out there, yeah, get ready, yeah, because with the anticipation of a heavenly thrill, you, Shawn Michaels, you got a chance at the gold just like I've had in the past, yeah, but you got to be up for the challenge. Let the people realize that the intensity of a world championship match is really, yeah, big time, yeah! Randy Savage ist natürlich ganz klar der Meinung, heute muss ich Shawn Michaels ganz besonders in Acht nehmen, denn er hat es mit dem WWF Champion zu tun und das sind andere Matches, denn Randy Savage verteidigt seinen Titel natürlich. Okay, tell us something about that guy, Shawn Michaels, that you're fighting tonight. He's got Sensational Sherry with him and she might know something
that she might tell him about you. Ooh, you've heard some rumors. How do you stop a rumor? In Munich, Germany, you gotta understand that the intensity that I have right now is the calm before the storm, Shawn Michaels, yeah. Because when those thousands of people, yeah, right here in the European Rampage Tour, kicked in, yeah, all the way, Shawn Michaels, you gotta be better than good. You gotta be better than the best. Because I'm the type of person to go all the way on you. Sherry will be a non-factor, yeah. But if she gets involved, I'll get involved, yeah. I'm not the macho man Randy Savage for nothing, yeah. What am I talking about right between the lines, dig it? Randy Savage glaubt nicht, dass da irgendetwas schiefgehen kann für ihn heute Abend. Nun, wir haben diesen Mann hier und wir werden jetzt zurückgeben zu Uli. Ooh, yeah! Dig it! Yeah. Vorgeden, wir sind jetzt wieder in der Halle. Es Mike McGurk. Den WWF Title. Wir hören es, es geht um den WWF Champion Titel jetzt. The Challenger, a coming to the ring by Sensational Perry. He's got the ring in 250 pounds. Herausforderer Shawn Michaels. Mit dem Kampf Sensational Sherry allein. Sie übrigens singt dieses Lied. Weiß man es jetzt in den tosenden Nerven überhaupt hören kann, dass sie singt? Aber sein Ego ist natürlich aus der Proportion geblasen. Und hier kommt der Macho Man, Randy Savage, herein. Und die Halle tobt natürlich, sie sehen es jetzt hier sehr schön. Shawn Michaels nicht entgangen, denn der Mann hat nicht nur Ego, er ist einer der absoluten Superstars und wir dürfen uns heute wohl auf ein Match gefasst machen, wie wir selten eins gesehen haben, da bin ich sicher. Beide sind ausgezeichnete, überragende Athleten, Wrestlingstar ist Sondershausen, das wird man selten sehen, da stimme ich mit dir überein. Freuen wir uns auf einen tollen Kampf. Ich glaube, Shawn Michaels wird sofort sich auf das Bein stürzen. Ich glaube sogar, Sherry hat ihn gerade im Moment darauf aufmerksam gemacht, nochmal. Ja, vielleicht war Shawn Michaels mit der Selbstdarstellung zu sehr beschäftigt. Er ist ja so eitel, werte Zuschauer, dass er will, dass der ganzen Welt mitgeteilt wird, wenn er die Halle verlässt. Ja, er hat eben ja im Interview gesagt, das wird die kürzeste Titelverteidigung oder der kürzeste Titel, den ein WWF Superstar jemals gehalten hat. Nun, wir werden es sehen. Wollte ich gerade sagen. Randy Savage ist absolut fest entschlossen, ihn sich nicht abjagen zu lassen. Er holt sich natürlich auch jetzt wieder die Unterstützung des Publikums.
Und das Publikum gibt diese Unterstützung bereitwilligst mit großer, großer Begeisterung. Und wir dürfen nicht vergessen, hier geht es um den WWF Champion Gürtel. Wer heute gewinnt durch Pin oder Aufgabe, ist neuer oder alter Champion. Und Shawn Michaels hat das Zeug, sich diesen Titel heute zu holen. Sofort greift er an. Es war ein tiefer Angriff. Du siehst es sofort direkt aufs Bein. Aber Randy hat es auch schon bemerkt. Er wird schon Gegenmaßnahmen ergreifen. Ja, also man sieht es hier. Versucht ihm auszuweichen. Oh, sieht aber wirklich sehr verletzt aus, ne? Ja, es sieht schlimm aus. Man versucht ja eine solche Verletzung so geheim wie möglich zu halten. Aber wenn ein Star wie Randy Savage das nicht schafft, dann muss es schlimm sein. Ich mache mir da jetzt große Sorgen, wie das weitergehen könnte. Das Publikum ist nicht mucksmäuschenstill, aber doch recht still geworden. Diese Schwäche ist ihm auch bewusst. Es geht der Lock los. Beide kämpfen wie die Besessenen. Der wird hier die Oberhand behalten. Der Bericht ist ab jetzt. Mal sehen, wie die nächste Aktion aussehen wird. Jawohl, und Shawn Michaels stürmt ins Leere, wird beinahe aus dem Ring gekegelt. Ja, Randy Savage ist, wenn es drauf ankommt, noch sehr, sehr schnell. Und Sherry, wie immer, äußerst gespannt. Wir haben ja ein Sprichwort, das heißt, blinder Eifer schadet nur. Das sollte man Shawn Michaels vielleicht mal sagen. Oder ein anderer Spruch, Liebe macht blind, also man weiß es nie. Das gilt für Sherry. Also haben wir zwei Blinde im Ring? Nein, wirklich nicht. Ja, Randy Savage hat jetzt die Oberhand. Er bearbeitet den... Oh, jetzt hat er aber den Ellbogen abgekriegt. Shawn Michaels kam geflogen und Randy ist auf dem Boden, aber der Count ging natürlich nur bis zwei, klar. Ja, und da sehen wir schon wieder, jetzt hat Shawn Michaels das Bein. Nein, Randy Savage kann sich befreien, aber Shawn Michaels bleibt dran. Er will das Bein, bekommt es aber nicht zu fassen. Randy Savage flüchtet aus dem Ring. Versucht jetzt erstmal Luft zu holen. Oh, das sieht aber böse aus. Da hat Shawn Michaels natürlich jetzt ein Hauptziel. Was macht er denn da? Er wirft den Stuhl in den Ring. Das ist der einzige leere Stuhl heute Abend. Und den hat er sich eben gegriffen und in den Ring geworfen. Ja, Randy Savage ist ganz vorsichtig. Er will natürlich Shawn Michaels beschäftigen. Will so wieder in den Ring kommen können. Ja nun, aber der Ringrichter ist abgelenkt und Sherry ist dran. Oh, kaum habe ich es gesagt. Hier kommt sie schon. Damit hätte er rechnen müssen. Ja, aber das war eigentlich nur ein harmloser Tritt. Aber dafür rächt sich Shawn Michaels eine... Ja, man muss sagen, hervorragende Absprache zwischen Sherry und Shawn in diesem Fall. Kein schlechtes Tag-Team und Randy Savage muss jetzt leiden. Ich sehe heute ohnehin ein wenig schwarz für ihn, denn Elizabeth konnte leider nicht kommen. Mir geht's nicht gut und er ist alleine hier in München. Ja, Shawn Michaels hat sich nur kurz in den Ring gerollt. Um dann wieder rauszugehen und nun natürlich zu versuchen, diesen Randy Macho Man Savage zugrunde zu richten. Jetzt greift er sich wieder das Bein. Deutlich sieht man's. Oh, Randy Savage. Er tut mir leid. Das Publikum ist immer noch irgendwie relativ stumm, weiß immer noch nicht, was es von dieser Verletzung halten soll. Stumm vor Entsetzen, würde ich sagen. Ja. Das war wieder ein harter Kopfkracher. Oh, Randy holt jetzt aber auch und knallt Shawn Michaels an den Ringpfosten. Das war sehr geschickt gemacht. Der hat damit natürlich nicht gerechnet. Sherry sofort an seiner Seite, um ihn zu trösten. Oh. Oh. 12.341 Zuschauer sind heute in der Olympiahalle, habe ich gerade gehört. Ein absoluter Rekord. Das haben wir eben auch gehört. Ein absoluter Rekord. Oh, Shawn Michaels jetzt mit dem Kopf auf die Eisentreppe. Das Blatt scheint sich gewendet zu haben. Hier kommt Randy Savage wieder an, hat ihn bei den Armen. Ja, Randy Savage versucht gar nicht, sich zu schonen. Er versucht tatsächlich mitzuhalten, versucht hier einen hervorragenden Kampf abzuliefern. Und das sieht auch sehr, sehr gut aus eigentlich. Jetzt ist er auf dem Seil und kommt mit dem Double Axel in Blau. Trifft auch, aber er landet auf dem verletzten Bein. Das ist natürlich ungeheuer schlecht. Er versucht ein Cover. Nein, aber Shawn kommt nochmal raus.
aber Randy bleibt dran, er lässt ihm keine Pause, aber... Ein doppelter Reversal hier und ein Clothesline von Randy Savage, er geht dabei selbst zu Boden, geht auf Nummer sicher und wieder das Cover. Sherry schreit sich hier die Lunge aus dem Hals, wie wir das von ihr gewohnt sind. Und da das Small Package. Aber Randy Savage kommt wieder raus. Shawn Michaels möchte den Kampf natürlich beenden und der Ellenbogen schickt Michaels zu Boden. Jetzt das Cover und das Leiden wäre für Randy Savage vorbei. Aber bei 2 oder 2,5 kommt Shawn Michaels wieder raus. Aber hervorragende Action von Randy Savage. Er scheint mit dem Mut überzeugt. Was macht er denn jetzt? Shawn verlässt den Ring. Ja, das ist aber ein anderes. Shawn Michaels verlässt das Gebäude, als wir sonst über ihn gewohnt sind. Was ich aber jetzt möchte, dass die Welt weiß, dass er den Ring verlassen hat. Und der angeschlagene Randy Savage bleibt dabei, greift zu Sherry, stößt sie aus dem Weg und ist weiter bei Shawn. Der hat natürlich nicht damit gerechnet, dass ein angeschlagener Savage ihm folgt. Und ihn wieder in den Ring zurückzutreiben scheint. Er will ihn da drin haben und er will den Titel verteidigen bis auf die letzte Sekunde. Aber das macht eben den richtigen, den wahren Champion aus, selbst mit der größten Verletzung noch bis zum letzten zu kämpfen. Sherry wieder an seinem Bein. Das sollte sie lassen, das könnte ihr schlecht bekommen. Aber auf der anderen Seite könnte auch Shawn angreifen. Oh. Aber Randy aus! Nein, das Cover hat immer noch nicht den Sieg gebracht. Und da kontert Shawn Michaels mit dem Kneebreaker. Ich bin gespannt, ob Sherry immer noch am Boden liegt, wie wir es eben gesehen haben. Nun sind alle drei wirklich ziemlich fertig. Hier haben wir Sherry. Sherry ist wieder da. Aber wer sich in Gefahr begibt, kann drin umkommen. Jetzt geht's los. Jawohl, Randy kriegt die Beine gerade noch hoch, bleibt aber hängen und fällt auf den Rücken. Man sieht, sein Knie ist sehr verletzt. Es tut ihm ziemlich weh, aber Shawn liegt jetzt auch auf der Matte. Ja, und das könnte, ein schönes Vorspiel, aber das könnte natürlich auch für Randy Savage bedeuten. Jetzt kann er Luft schnappen. Shawn Michaels muss es auch. Und vielleicht kann Randy Savage diesen Kampf doch mit dem verletzten Knie noch durchstehen. Sherry wird zum Berserker hier am Ringrand, am Mattenrand. Jetzt ist Shawn geflogen gekommen, hat sich das Knie wieder gegriffen. Das ist natürlich nicht so gut für Randy. Ja, man sieht es eindeutig, es ist seine Taktik. Und es bleibt auch dabei. Und jetzt ist Sherry da. Sherry rächt sich. Sie war eben erlitten eine Schmach. Sie bearbeitet ja jetzt selbst das Bein. Und das hilft natürlich ihrem Schützling Shawn sehr. Natürlich, es ist ganz klar, dass man nichts gegen Randy Savage sagen kann und die Art, wie er kämpft, aber vielleicht war es ein bisschen übertrieben, so schnell mit einer solchen Verletzung nach dem Titelgewinn bei WrestleMania jetzt schon wieder in den Ring zu steigen. Es ist offensichtlich ein Fehler gewesen, denn jetzt wird sein Knie bearbeitet und es sieht gar nicht gut aus für Randy Savage. Shawn Michaels bleibt gnadenlos am Knie. Sehen Sie sich das an, seine Arroganz. Und das sind schmerzhafte Aktionen, die tun wirklich in der Seele weh, ob man ein Fan dieses Mannes ist oder nicht. Randy Savage leidet und das sollte er eigentlich nicht. Sherry ist jetzt siegesicher und schwankt von dannen und Shawn Michaels bearbeitet weiter in das Knie von Randy Savage. Und wie? Hast du das gesehen? Er zieht das Bein hoch und tritt dann auf das Knie. Das ist unglaublich. Dass die Kniescheibe knirscht und die Bänder sich überdehnen. Unglaublich. Und wenn man bedenkt, dass Randy Savage auch noch Knieschützer anhat. Ja, Randy sollte vielleicht versuchen, aus dem Ring zu steigen, sich auszählen zu lassen. Das sah so gut aus für ihn und hier ist Sherry wieder dran, aber das könnt ihr in der Zukunft noch schlecht bekommen, denn ich glaube nicht, dass Randy das vergessen wird. Mit Sicherheit nicht, aber
Wie gesagt, vielleicht sollte er tatsächlich diesen Kampf beenden, den Titel behalten, denn sonst könnte es sein, dass er den Titel heute verliert. Jetzt fehlt Elizabeth. Ja, und hier imitiert Shawn Michaels den Macho Man selbst. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Und wieder tritt er in denselbe Knie, er hat sie nur auch hingehalten eigentlich. Und Randy Savage hat hier völlig die Kontrolle verloren. Er hat einfach keine Chance mehr. Ich glaube auch, er hat selber aufgegeben inzwischen. Er hat keine Motivation mehr. Schau dir das an. Er liegt da und wartet eigentlich auf sein Ende. Ich weiß nicht, wie das jetzt noch weitergehen soll. Ja, das wäre ein Ansatz gewesen zum Figure Four Leg Lock. Und das soll er wohl auch werden. Oh, meine Güte. Haben wir jetzt den neuen Champion? Muss Randy Savage aufgeben? Er will aber nicht. Ich glaube jetzt. Er stemmt sich mit die Zuschauer helfen ihm auch. Die Schmerzen für Randy Savage müssen unglaublich sein, wenn man bedenkt, was er jetzt schon alles hat mitmachen müssen mit dem Knie. Und Sherry feuert natürlich Shawn an. Und zieht ihn jetzt auch noch an den Händen. Man muss sich das mal ansehen. Zwei gegen einen, das ist in diesem Fall wohl fair. Wenn es der Richter wie üblich schon wieder krass sieht. Da das Cover, aber es hat wieder nicht funktioniert. Randy Savage versucht sich mit aller Macht dagegen zu stemmen und Shawn Michaels hat hier Spott und Hohn für ihn übrig. Versucht ihn auch auf diese Weise auch noch zu demoralisieren. Jetzt ist das Publikum aufgewacht. Aber wieder. Ich kann mir vorstellen, dass das wiederum Randy Savage aufputscht, dass er wütend wird. Wenn er zornig wird, ist er unberechenbar. Ne? Mobilisiert er Kräfte, die eigentlich unglaublich sind. Ja, und Shawn muss jetzt natürlich loslassen, denn Randy Savage hat das Seil erreicht. Wird es jetzt Randy Sherry Savage ist wieder hinter ihm und der Ringrichter hat ihr den Rücken zugewandt und schon kommt sie wieder an. Und das alte Spiel geht weiter. Shawn Michaels bleibt eisern am Knie. Sich diese Szenen anschaut, aber da das More Package von Randy Savage, aber er schafft es nicht, Shawn Michaels zu besiegen und der ist jetzt natürlich erst richtig wütend und weiter tritt er auf das Knie. Aber Randy hat noch mal seine Kräfte mobilisiert. Vielleicht schafft das ja doch noch mal Figure-Four-Leg Lock hier wieder. Grausame Schmerzen für Randy Savage müssen das sein. Man sieht ihn an von weitem. Und wieder muss man sich die Frage stellen, haben wir einen neuen WWF Champion jetzt? Randys Kräfte schwinden zusehends von Aktion zu Aktion. Ich glaube, jetzt kommt er wieder zu sich. Schau dir sein Gesicht an. Er feuert jetzt das Publikum an. Tatsächlich. Immer weiter geht es. Ja, er hat jetzt schon in der Klemme gehabt. Aber wieder müssen sie auseinander. Und nun ist Shawn Michaels selbst ein wenig angeschlagen, auch am Bein, aber nichts ist das gegen Randy Savage. Und da kommt der Body Slam von Shawn Michaels. Nur mit viel Wut und viel Geschick wird sich Randy hier aus der Bredouille retten können. Jetzt will er den Kampf beenden, jetzt will Shawn Michaels Schluss machen. Und Sherry lacht sich eins, denn sie weiß, jetzt ist es vorbei. Ja, aber Randy gibt ihm einen saftigen Tritt und Shawn knallt in die Ringecke. Damit hat er nun wirklich nicht gerechnet in seiner Arroganz. Und der Clothesline hat ebenfalls gesessen. Schauen. Und was für ein Clothesline das war. Unglaublich, unglaublich. Jetzt schauen Sie sich Randy Savage an. Er hangelt sich aufs oberste Seil. Mit dem verletzten Knie auch noch. Sherry flippt völlig aus am Rand. Und Achtung. Hoffentlich rollt sich Shawn jetzt nicht weg. Er ist ja auch besonders geschickt. Da kommt er, der Flying Elbow. Und das ist es. Randy Savage hat es tatsächlich geschafft, diesen Kampf zu gewinnen und seinen Titel zu verteidigen. Unglaublich, wir freuen uns mit ihm. Er ist Champion geblieben. Sherry schmeißt Mike McGurk aus dem... Ist ja unglaublich, sie hat Mike McGurk in der Gegend rumgeworfen, die sich offensichtlich verletzt hat. Und kommt mit einem Stuhl in den Ring und knallt Randy Savage den Stuhl ans Bein. Oh, wie wird das enden? Oh. Der Gewichter Joey Morella geht natürlich dazwischen, aber das wirft schon Michaels. Wirft den Ringrichter aus dem Ring. Um Gottes Willen, was sind das nur für Szenen, die wir hier sehen? Das gibt es ja überhaupt gar nicht. Jetzt muss doch was passieren, die können das doch nicht. Wow. Natürlich kommen die ersten Helfer.
Sie wollen unbedingt Shawn Michaels daran hindern, Randy Savage weitere Schmerzen zuzufügen, aber das gelingt ihnen einfach nicht. Und hält es hier nicht auf den Sitzen. Sie sollten hier sein, um unserem Tod und Trostes. Wir müssen jetzt aber leider abgeben an die Wärmung. Nein, wir können uns das noch weiter anschauen. Ja, gerade gehört. Man bleibt noch drauf. Das Publikum buht aus Leibeskräften. Shawn Michaels ist jetzt die nicht... Hölle los. Das ist Schauen Sie sich das an. Das ist nicht der Shawn Michaels, den wir kennen und kennen möchten. Ja, und jetzt ist es den Helfern gelungen, Randy Savage aus dem Ring zu schmeißen, aus dem Ring zu holen, genauer gesagt, zu retten. Ja, und Shawn Michaels verhöhnt Randy Savage, aber der hat seinen Titel behalten. Nun hilft man ihm raus. Und Shawn kann sich auf den Kopf stellen. Er hat den Gürtel nicht bekommen. Hier sehen wir noch einmal die Schmerzen, die Randy Savage leidet. Und jetzt kommt die Werbung in ein paar Minuten. Wir sind gleich wieder da. Wir müssen auch noch ein bisschen Geld verdienen. Wir sind gleich zurück. So, und bei mir ist nun die Legion of Doom, Hawk und Animal, ein ganz besonderes Tag Team. Wir haben gleich die Battle Royale vor uns. Animal, what do you think about this Battle Royale? Well, you know, Battle Royale is no different than Hawk and I. From growing up in the streets of Chicago all our life, we've been fighting 10, 15, 20 guys on two, and we beat up everybody. Tell them. Immer schon hat die Legion of Doom die Leute zusammengeschlagen, egal ob 2, 10, 20, es spielt keine Rolle. Und genau so werden sie es heute machen. Hawk, what do you think? This is our cup of soup. This is our bowl of chili. This is right up our alley. You see, not only do we get to beat one or two guys up, now we get to beat up 14 guys. And then what happens? What happens, think of it, if it's just me and my brother in the ring? Now that'd be interesting. Ja, natürlich. Es ist immer die Frage, was passiert, wenn die beiden sich am Ende gegenüberstehen. Auf jeden Fall werden sie heute genau die Art Kampf haben, die sie wollen, nämlich eine Battle Royale. Hawk, but if it comes down to just the two of you, what are you going to do? We'll have to wait until that happens, won't we? Wir müssen es abwarten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, und diesen Mann, den kennen Sie alle bestens. Es ist der British Bulldog Davey Boy Smith und er bereitet sich gerade vor auf die 16 Mann Battle Royal. Davey, you've got a 16-man Battle Royal, 15 people ahead of you. What do you think? What do I think? The same thing, thoughts are going through my mind as it was last year in the Royal Albert Hall when the British Bulldog disposed of 15 other wrestlers. They all tried to get me out, but they failed. And they're gonna fail tonight in Munich. The British Bulldog is gonna be victorious in this 15-man Battle Royal. Der British Bulldog hat natürlich vor, alle diese Männer wegzuputzen regelrecht, genau wie letztes Jahr bei der Battle Royal in der Royal Albert Hall. Wir werden sehen, ob das geht. Wir sind wieder zurück, verehrte Zuschauer. Sie haben nichts versäumt. Wir sind wieder. Denkt mal, liebe Leute, ihr seid nicht die Einzigen. In der Olympiahalle in München. Und jetzt kommt es zu dem Kampf, auf den wir alle gespannt warten. Meine Lieblingsgeschichte, der 16-Mann-Battle-Royal steht an. Ja, und es gibt natürlich keine Freunde hier, nur Feinde. Ob man ein Team ist oder auch nicht, man kämpft gegeneinander. Und wir wollen jetzt gleich zuhören und geben deswegen zurück zu Marcelo Boer natürlich. Okay, weiter geht es bei uns nach dem Kampf von Randy Savage. Er kommt sicherlich wieder auf die Beine. Wir sind jetzt dabei bei der Battle Royale. Auch die Zuschauer zu Hause sollen das natürlich miterleben. Gemeinsam mit den über 10.000 hier in dieser Halle. Und da hören wir sie noch einmal. Yeah! Das ist die Kulisse. Das ist die Kulisse hier in der Olympiahalle in München. Das heißt, Battle Royale ist eine ganz einfache Regel. 16 Fighter hier im Ring und der Letzte, der übrig ist, der hat natürlich gewonnen. Und wie fliegt man hier aus dem Ring raus? Über die rote Bande, dann ins Aus. Man muss unten auf dem Boden liegen und man ist ausgeschieden. Das heißt, der Letzte, der das überlebt, der hat hier heute Abend gesiegt. Also seid ihr bereit für die Battle Royale? Yeah! Auch ihr zu Hause? Na, dann kann es ja losgehen. Los geht es mit der Battle Royale hier in München in der Olympiahalle. So, die Battle Royale kann beginnen.
Und der erste Mann, den wir hier sehen, den haben wir auch schon am Anfang gesehen, Hacksaw Jim Duggan. Hier sehen wir nun Dino Bravo, den stärksten Mann der Welt, den er sich nennt. Bravo! Das Kraftpaket kommt zum Ring, von Buhrufen begleitet. Man lacht darüber. Und wir hören gleich die nächste Musik. Hier geht es Schlag auf Schlag. Mike McGurk hat es gesagt, El Matador Tito Santana gerade noch im Ring und schon wieder da. Unglaublich, was diese Burschen heute leisten. Wir warten gleich auf die Nummer 4. Sie können glauben, es wird noch einige Minuten dauern, bis alle WWF Superstars hier heute im Ring sind und es geht rund. Aber sie alle auf einmal im Ring zu sehen, nacheinander aufmarschieren zu sehen, ist ein Erlebnis für sich, das können Sie uns glauben. Wer wird der Nächste sein? Ah, Colonel Mustafa kommt da rein. Furchterregender Mann mit einer furchterregenden Musik, keine Frage. Und furchterregenden Bauch. Aber immer ein Faktor. Immer ein Faktor in solchen Kämpfen. Ja, und nun als Nächster, sein Erzfeind. Warten Sie, bis wir ihn im Bild haben, aber Sie wissen natürlich, wer es ist. Es ist Sergeant Slaughter. Und er wird mit Sicherheit heute ganz besonders scharf sein auf Colonel Mustafa. Sie sehen, er ist gezeichnet von seinem vorherigen Kampf, aber nichtsdestotrotz wild entschlossen, es heute allen 15 zu zeigen. Ja, und hier hören Sie die Musik vom Mountie. Jimmy Hart geht ihm voran, damit er sich nicht verläuft. Er wird uns auch noch ein paar Mal im Laufe des Abends sagen, wie er heißt. Insofern hätte ich es mir sparen können. Sein Elektrostock hat er auch mitgebracht. Ja, und eine neue Musik hat er auch noch im Gepäck. Ja, und diese Scratch-Musik passt zum Outfit von zwei Männern, die wir als Zags und Knobs kennen oder kurz als die Nasty Boys. Denn nur heute werden sie nicht als Team, sondern gegeneinander antreten. Ist auch mal was Neues. Ja, zumindest wenn sie am Ende natürlich als Einzige übrig bleiben. Aber ich glaube, während dieser Battle Royale werden sie beide zusammenarbeiten, damit es am Ende nur noch zwischen ihnen beiden ausgeht. Sie haben es gesehen, auch sie gezeichnet vom vorhergehenden Kampf. Man schenkt sich hier nichts. Und der British Bulldog und die Halle tobt wieder, das war zu erwarten. Standing Ovation für den British Bulldog. Da haben wir ihn, der Mann aus Leeds. Er natürlich ein ganz heißer Anwärter, schließlich hat er letztes Jahr in London die Battle Royale gewonnen vor heimischem Publikum. Und wie er im Interview gesagt hat, das möchte er dieses Jahr wiederholen. Und ob das gelingen wird, warten wir es ab. Hier der Repo Man. Schleicht sich wie üblich hinter Tutsch durch den Vorhang. In gedrückter Haltung brappt er sich nach vorne an den Ring. Zuschauer im Publikum, das ist Bret Hitman Hart,
der Intercontinental Champion, der diesen Titel heute im ersten Kampf gegen Dino Bravo zum ersten Mal nach WrestleMania verteidigt hat. Kommen rein, auch sie werden heute gegeneinander antreten bei dem Battle Royal. Und wir hoffen, dass das nicht ewige Feindschaft sehen wird. Ja, schau dir diese Gesichter an. Vielleicht suchen sie schon mal mit Kontakt zu den Nasty Boys. Also da wird heute noch einiges passieren zwischen den Burschen. Und nun wieder der Mann, der uns vorhin schon kalte Schauer über den Rücken jagte. Papa Shango. Diesmal allerdings minus Totschädel, minus Voodoo-Kette. Er will nur noch eins, 15 Mann aus dem Ring werfen. Ihm traue ich sogar zu. Absolut, ja. Ein neuer Mann in der WWF, aber gleich von 0, Aufsteiger, ja. Von 0 auf 100 in 2 Sekunden quasi. Ja. Zwei Männer fehlen uns noch in dieser Runde. Wir wollen es nicht verraten. Man weiß es zwar zu Hause, aber wir warten ab. Ja, und da haben wir ihn schon. Shawn Michaels, gerade eben hat er sich äußerst mies verhalten gegen den Macho Man Randy Savage, den er aber dann doch nicht besiegen konnte. Und dem Schlepptau wie immer ohne das überlassen. Hier die strahlende Sensational Sherry. Weil er keinerlei Gewissensbisse verhalten vorhin. Aber das Publikum hat es nicht vergessen. Sie sehen es hier deutlich im Bild. Lippenstift an der Wacke und keinerlei Moral. Ja, fehlt nur noch ein Mann, nämlich der Träger des WWE. Obwohl ich mich frage, wie der das noch schaffen will mit seinem Knie. Ich warte auf Randy Savage. Aber der Gong ist schon ertönt, also, und es geht schon los. Eine wilde Schlacht im Ring entbrennt, also Randy Savage musste offenbar passen. Es ist ihm nicht gelungen. Und schon ist Shawn Michaels draußen, das geschieht ihm recht. Wunderbarer Einstand von diesem Kampf. Ja, zusammen mit seiner Sherry und auf Wiedersehen Shawn Michaels, bis zum nächsten Mal. Ja. Diesmal hat er wahrscheinlich dem Charme von Sherry nicht widerstehen können. Er kümmert sich auch gleich um sie. Er hat sie umgehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Hintergrund sehen wir, wie die Action losgeht. Ja, er wirft die bewusstlose Sherry über seine Schulter. Viele Worte, viele SCH gegen mir. Und im Ring geht es rund. Bret Hart macht sich am Mountie zu schaffen. Und ja, Nobbs und Colonel Mustafa sind bei Animal und auch Sex hilft da noch ein bisschen mit. Aber der British Bulldog greift ein Knäuel, das wäre mal. Duggan ist am Repo Man dran mit Sergeant Slaughter. Und Tito Santana steigt aufs Seil und verpasst Papa Shango eine. Also Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, wie es hier rund geht. Der Mountie und Dino Bravo sind gerade bei... hier geht's rund. Schauen Sie die linke Ecke vorne. Nobbs und Sykes. Die Legion of Doom ist in der Mitte, weiß noch nicht so ganz genau, wo sie zugreifen soll. Jetzt haben sie es. Tito in der Klemme mit Dino Bravo. Ja, und natürlich ist Nobbs bei Sergeant Slaughter, denn auch die können sich nicht leiden. In der Ringmitte haben wir Hawk. Nein, hier noch einmal Nobbs und Sergeant Slaughter. Aber noch ist kein weiterer Mann aus dem Ring gegangen. Wir müssen abwarten. Tito Santana bei Dino Bravo. Er will ihm zeigen, was Sache ist. Oh, der Bartel den Most holt und er hat es ihm, glaube ich, auch gezeigt. Papa Shango geht jetzt auf Tito los. Ja. Und da treffen sich natürlich Bret Hart und Nobbs. Die hatten beide nichts zu tun. Also das Gipfeltreffen der World Wrestling Federation findet statt. Absolut hier. Slaughter und Bravo arbeiten gegen den British Bulldog zusammen. Sergeant Duggan duckt sich gerade raus und sucht sich seinen neuen Feind raus. Und da wäre Nobbs rausgeflogen. Fast wäre er ausgeschieden. Aber nur fast. Aber Bret Hart ist sofort wieder bei ihm. Hawk steigt auf Seil. Animal und der Bret
Okay, weiter geht es bei uns nach dem Kampf von Randy Savage. Er kommt sicherlich wieder auf die Beine. Wir sind jetzt dabei bei der Battle Royale. Auch die Zuschauer zu Hause sollen das natürlich miterleben. Gemeinsam mit den über 10.000 hier in dieser Halle. Und da hören wir sie noch einmal. Yeah! Das ist die Kulisse. Das ist die Kulisse hier in der Olympiahalle in München. Das heißt, Battle Royale ist eine ganz einfache Regel. 16 Fighter hier im Ring und der letzte, der übrig ist, der hat natürlich gewonnen. Und wie fliegt man hier aus dem Ring raus? Über die rote Bande, dann ins Aus. Man muss unten auf dem Boden liegen und man ist ausgeschieden. Das heißt, der letzte, der das überlebt, der hat hier heute Abend gesiegt. Also seid ihr bereit für die Battle Royale? Yeah! Auch hier zu Hause? Na, dann kann es ja losgehen. Los geht's mit der Battle Royale hier in München in der Olympiahalle. So, die Battle Royale kann beginnen. Und der erste Mann, den wir hier sehen, den haben wir auch schon am Anfang gesehen. Hacksaw Jim Duggan. Hier sehen wir nun Dino Bravo, den stärksten Mann der Welt, Dino, den er sich nennt. Bravo! Das Kraftpaket kommt zum Ring, von Buhrufen begleitet. Aber lacht darüber. Und wir hören gleich die nächste Musik. Hier geht es Schlag auf Schlag. Tito, Mike McGurk hat es gesagt, El Matador Tito Santana gerade noch im Ring und schon wieder da. Unglaublich, was diese Burschen heute leisten. Wir warten gleich auf die Nummer 4. Sie können glauben, es wird noch einige Minuten dauern, bis alle WWF Superstars hier heute im Ring sind und es geht rund. Aber sie alle auf einmal im Ring zu sehen, nacheinander aufmarschieren zu sehen, ist ein Erlebnis für sich, das können Sie uns glauben. Wer wird der Nächste sein? Ah, Colonel Mustafa kommt herein. Furchterregender Mann mit einer furchterregenden Musik, keine Frage. Furchterregenden Bauch. Aber immer ein Faktor. Immer ein Faktor in solchen Kämpfen. Ja, und nun als Nächster sein Erzfeind. Warten Sie, bis wir ihn im Bild haben, aber Sie wissen natürlich, wer es ist. Es ist Sergeant Slaughter. Und er wird mit Sicherheit heute ganz besonders scharf sein auf Colonel Mustafa. Sie sehen, er ist gezeichnet von seinem vorherigen Kampf, aber nichtsdestotrotz wild entschlossen, es heute allen 15 zu zeigen. Und hier hören Sie die Musik vom Mountie. Jimmy Hart geht ihm voran, damit er sich nicht verläuft. Er wird uns auch noch ein paar Mal im Laufe des Abends sagen, wie er heißt. Insofern hätte ich es mir sparen können. Und seinen Elektrostock hat er auch mitgebracht. Ja, und eine neue Musik hat er auch noch im Gepäck. Ja, und diese Scratch-Musik passt zum Outfit von zwei Männern, die wir als Sacks und Knobs kennen oder kurz als die Nasty Boys. Denn nur heute werden sie nicht als Team, sondern gegeneinander antreten. Ist auch mal was Neues. Ja, zumindest wenn sie am Ende natürlich als Einzige übrig bleiben. Aber ich glaube, während dieser Battle Royale werden sie beide zusammenarbeiten, damit es am Ende nur noch zwischen ihnen beiden ausgeht. Sie haben es gesehen, auch sie gezeichnet vom vorhergehenden Kampf. Man schenkt sich hier nichts. Und der British Bulldog und die Halle tobt wieder, das war zu erwarten. Standing Ovation für den British Bulldog. Da haben wir ihn, der Mann aus Leeds.
natürlich ein ganz heißer Anwärter. Schließlich hat er letztes Jahr in London die Battle Royale gewonnen vor heimischem Publikum. Und wie er im Interview gesagt hat, das möchte er dieses Jahr wiederholen. Und ob das gelingen wird, warten wir es ab. Hier der Repo Man. Schleicht sich wie üblich hinter Turnstücken Vorhang. In gedrückter Haltung brachte er sich nach vorne an den Ring. Ja, und diese Musik, die kennen Sie natürlich auch. Und nicht nur Sie zu Hause an den Schirmen, sondern auch die Zuschauer im Publikum. Das ist Bret Hitman Hart, der Intercontinental Champion, der diesen Titel heute im ersten Kampf gegen Dino Bravo zum ersten Mal nach WrestleMania verteidigt hat. Kommen rein, auch sie werden heute gegeneinander antreten bei dem Battle Royal. Wollen wir hoffen, dass das nicht ewige Feindschaft sehen wird. Ja, schau dir diese Gesichter an. Vielleicht suchen sie schon mal mit Kontakt zu den Nasty Boys. Also da wird heute noch einiges passieren zwischen den Burschen. Und nun wieder der Mann, der uns vorhin schon kalte Schauer über den Rücken jagte. Papa Shango. Diesmal allerdings minus Totschädel, minus Voodoo-Kette. Er will nur noch eins, 15 Mann aus dem Ring werfen. Ihm traue ich sogar zu. Absolut, ja. Ein neuer Mann in der WWF, aber gleich von 0, Aufsteiger, ja. Von 0 auf 100 in 2 Sekunden quasi. Ja. Zwei Männer fehlen uns noch in dieser Runde. Wir wollen es nicht verraten. Man weiß es zwar zu Hause, aber wir warten ab. Ja, und da haben wir ihn schon. Shawn Michaels, gerade eben hat er sich äußerst mies verhalten gegen den Macho Man Randy Savage, den er aber dann doch nicht besiegen konnte. Und dem Schlepptau, wie immer, Uni das überlassen. Hier die strahlende Sensational Sherry. Weil er keinerlei Gewissensbisse über ihn verhalten vorhin. Aber das Publikum hat es nicht vergessen. Sie sehen es hier deutlich im Bild. Lippenstift an der Wacke und keinerlei Moral. Ja, fehlt nur noch ein Mann, nämlich der Träger des WWF. Obwohl ich mich frage, wie der das noch schaffen will mit seinem Emmy. Natürlich. Warte auf Randy Savage. Aber der Gong ist schon ertönt, also, und es geht schon los. Eine wilde Schlacht im Ring, er brennt, also Randy Savage musste offenbar passen. Es ist ihm nicht gelungen. Und schon ist Shawn Michaels draußen, das geschieht ihm recht. Wunderbarer Einstand von diesem Kampf. Ja, zusammen mit seiner Sherry und auf Wiedersehen Shawn Michaels, bis zum nächsten Mal. Ja. Diesmal hat er wahrscheinlich dem Charme von Sherry nicht widerstehen können. Er kümmert sich auch gleich um sie. Er hat sie umgehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Hintergrund sehen wir, wie die Action losgeht. Ja, er wirft die bewusstlose Sherry über seine Schulter. Viele Worte, die lässt sie haben gegen mir. Und im Ring geht es rund. Bret Hart macht sich am Mountie zu schaffen. Und ja, Knobs und Colonel Mustafa sind bei Animal und auch Sags hilft da noch ein bisschen mit. Aber der British Bulldog greift ein Knoll, das der Mann. Jim Duggan ist am Repo Man dran mit Sergeant Slaughter. Und Tito Santana steigt aufs Seil und verpasst Papa Shango eine. Also Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, wie es hier rund geht. Der Mountie und Dino Bravo sind gerade bei... hier geht's rund. Schauen Sie in die linke Ecke vorne. Knobs und Sags. Die Legion of Doom ist in der Mitte, weiß noch nicht so ganz genau, wo sie zugreifen soll. Jetzt haben sie es. Tito in der Klemme mit Dino Bravo. Ja, und
und natürlich ist Knobs bei Sergeant Slaughter, denn auch die können sich nicht leiden. In der Ringmitte haben wir Hawk. Nein, hier noch einmal Knobs und Sergeant Slaughter. Aber noch ist kein weiterer Mann aus dem Ring gegangen. Wir müssen abwarten. Tito Santana bei Dino Bravo. Er will ihm zeigen, was Sache ist. Oh, der wartet den Most holt und hat es ihm, glaube ich, auch gezeigt. Papa Shango geht jetzt auf Tito los. Ja. Und da treffen sich natürlich Bret Hart und Knobs. Die hatten beide nichts zu tun. Also das Gipfeltreffen der World Wrestling Federation findet statt. Absolut hier. Slaughter und Bravo arbeiten gegen den British Bulldog zusammen. Jim Duggan duckt sich gerade raus und sucht sich seinen neuen Feind raus. Und da fast wäre Knobs rausgeflogen. Fast wäre ausgeschieden. Aber nur fast. Aber Bret Hart ist sofort wieder bei ihm. Hawk steigt auf Seil. Animal und der British Bulldog halten Sacks hin. Na, das ist doch Teamwork momentan. Aber Knobs hat Bret Hart im Bedrängnis. Aber der British Bulldog hilft ihm, zieht ihn wieder rein. Also du siehst, Uli, hier ist doch Teamwork angesagt, zumindest momentan noch, aber das ist klar, so kann man Kräfte sparen. Hawk bei Sacks, das sind so die Hauptduelle. Jim Duggan, ja, Jim Duggan und Dino Bravo wollten sie miteinander anlegen, zogen es aber vor, den Kürzeren zu ziehen, alle beide. Aber Shango wird jetzt gerade von Axel Jim Duggan bearbeitet in der Ecke. Und Tito wiederum vom Mounty. Ja, Hawk beziehungsweise ist jetzt ist der Versuch davon, von wem ist es eigentlich? Ich sehe nichts von hier. Hawk ihn auszubuchten. Ja, Hawk ist aber ziemlich angeschlagen, sehe ich da auch. Aber er hat ein bisschen Pause gehabt. Greift sich Bravo. Und der muss vielleicht von Tito Santana ablassen, jawohl. Aber im Hintergrund haben wir den British Bulldog und er versucht Knobs auszubuchten. Und Tito Bravo ist draußen. Der erste Mann in diesem Kampf, beziehungsweise der zweite Mann in diesem Kampf ist ausgeschieden. Ich zähle Sean schon gar nicht mehr dazu. Wir haben gerade die Nachricht bekommen aus der Umkleidekabine. Randy Savage wird heute nicht mehr mitmachen. Er wird aber in Frankfurt und bei den anderen Kämpfen dabei sein. Ja, er hofft natürlich, dass er genesen wird mit seiner Verletzung. Ja, er ist wild entschlossen, dass das passiert. Also eine gute Nachricht für alle Fans, die die WWF European Rampage in Frankfurt und Dortmund sehen. Aber wenn wir uns den Kampf... geht es schlecht jetzt gerade von Hart, wird er bearbeitet und knallte gerade mit dem Kopf krachen in die Ringecke. Ja, und Bret Hart versuchte hier Papa Shango aus dem Ring zu boxieren, aber Sacks greift bei ihm ein. So, vorher wieder das Publikum an. Natürlich bringt es auf seine Seite. Der Repo Man will ihm ein Ende machen, trifft aber nicht genau. Und ist natürlich jetzt hilflos dem Haxer ausgeliefert, der versucht ihn auszubuchten. Ja, und hinten rechts geht es wieder rund. Animal hat Knobs getroffen. Man sieht eindeutig, dass hier die Pärchen und auch teilweise drei rum zusammenhalten. Und da ist Knobs draußen. Animal hat ihn mit dem Schulterblock rausgeworfen. Drei Mann sind draußen. 13 nach 12. Shango kriegt jetzt einiges ab. Der Mounty trifft hier den British Bulldog, aber der hält einfach fest, hat ihn Bearhug angesetzt. Und da ist der Kampf weiter. Ja, aber Animal ist wohl ausgeschieden, das haben wir nicht gesehen. Er ist wohl draußen. Der Repo Man vergreift sich jetzt am British Bulldog, wird aber sofort von Tito gepackt. Ja, der British Bulldog ist in der Ecke, versucht sich nur zu erholen, schafft das auch. Hier haben wir Jim Duggan und den Mounty und Jim Duggan lässt nicht locker. Aber der Reaper-Man kommt hier von hinten angeschlichen, kriegt aber sofort ebenfalls sein Fett weg und zwar mit noch größerer Geschwindigkeit. Ja. Tja, warum sollte es ihm eigentlich besser gehen als sein Vorgänger? Jim Duggan will jetzt sich auch noch Jimmy Hart greifen. Aber der British Bulldog macht weiter mit dem Repo Man in der anderen Ecke. Heute geht's ihm wirklich schlecht. Und da ist der Mounty rausgefallen, aber durchs zweite Seil. Das heißt, er ist noch im Kampf. Und im Hintergrund ist wieder ein Mann ausgeschieden. Und der arme Repo Man wandert von Hacksaw zum British Bulldog. Und das war Papa Shango. Der Mann ist auch mal draußen. Der Mounty hat ein arger Bedrängnis durch Hart. Der Mounty muss wieder rein, er bekommt hier die Zeichen, wollte von außen in den Kampf eingreifen und kann sich am British Bulldog auch vergreifen. Sergeant Slaughter hat jetzt den Repo Man übernommen. Ja, es wird langsam, aber sicher leerer im Ring. Hier sehen wir Tito Santana und Jim Duggan sind bei Sacks.
Conor Mustafa geht's auch nicht gut. Hawk bearbeitet ihn gerade. Ja, hier noch einmal diese Dreiergruppe. Aber es hilft natürlich nichts, den Gegner einfach nur niederzuschlagen. Man muss ihn über das oberste Seil auf den Boden werfen. Hawk sucht sich einen neuen Feind, hat Sags jetzt außer Korn. Ja, und da machen sich Bret Hart und der British Bulldog zu schaffen am Mountie. Können ihn aber nicht drüber boxieren. Und auch Hawk hat wieder ein Opfer gefunden. Hacksaw hat sich wieder den Repo Man gegriffen, der komischerweise immer noch im Ring ist. Und ihm jetzt einen Gesichtskratzer Sondershausen versetzt. Ja, im Moment sieht man, dass die Stars doch etwas müde sind. Aber das ist nur eine kleine Erholungsphase, die hier ganz, ganz kurz nur dauert. So, kein Wunder nach dem, was sie bereits geleistet haben. Der Mountie kommt geflogen und zwar direkt in die Faust von Tito Santana, der jetzt auch überhaupt nicht locker lässt, aber über das Seil rausgeht. Unfassbar, Tito Santana hat nicht aufgepasst und ist über das Seil geflogen und draußen. Ja, damit konnte man jetzt gar nicht rechnen, aber man sieht, die WWF ist vor, in der WWF ist man vor Überraschungen nie sicher. Der Mountie Bret Hart auf den Knien, aber sie hören nicht auf von der British Bulldog, bei Colonel Mustafa. Jetzt schlecht aus für Hawk. Er wird gerade, einer hat sich gerade noch mal errappelt. Und da hat Jim Duggan Mustafa in ärgster Not und Bret Hart Sags. Aber der Mountie ist da und Bret Hart, der Intercontinental Champion, ist ausgeschieden. Oh, wie schade. Dieser Mann ist draußen. Der British Bulldog rächt ihn gerade und geht auf den Mountie los. Phil, der vehement schlägt er auf ihn ein, aber Sags ist in der Nähe. Ja, und jetzt hat es sich wieder etwas größer für Slaughter und können. Mustafa sehen wir auch. Es ist ganz eindeutig. Aber ein Body Slam von British Bulldog gegen Sags. Hawk macht sich am Repo Man zu schaffen. Mal sehen, ob er ihn vielleicht doch noch rauskriegt. Oh, Duggan ist wild entschlossen rauszuwerfen. Ein Reversal hier von Hawk gegen den Repo Man. Jetzt haben sie ja Zeit. Und der Clothesline schickt den Repo Man zu Boden, aber nicht über das Seil. Wir wiederholen uns vielleicht, aber man muss übers oberste Seil fliegen, um auszuscheiden. Acht Männer sind jetzt draußen, 18 noch im Ring. Ja, da fliegt Hawk raus. Er hat sich verschätzt, ist unglaublich wütend. Tja, sind nur noch sieben. Nur noch sieben, ja. Da waren es nur noch sieben, ganz genau, Uli. Der Repo Man jetzt beim British Bulldog. Momentan ist man hier doch ziemlich erledigt. Das Publikum hält es natürlich nicht auf den Sitzen. Und auch nicht hier. Sergeant Slaughter hat da gerade eingegriffen zugunsten des British Bulldog. Jim Duggan bringt das Publikum wieder zum Rasen. Er wird der Nächste sein. Ja, und da ist Colonel Mustafa rausgeflogen, der British Bulldog hat dafür gesorgt und er greift sich auch sofort den Repo Man und rettet so mit Sergeant Slaughter. Alles wieder beim Alten. Sechs Mann noch im Ring. Der Repo Man kann jetzt Luft holen, steht aber, glaube ich, gleich dem British Bulldog gegenüber, der sich schon in die Startposition wirft. Ja, und der Mountie holt Anlauf, Sags hält den Jim Duggan hin, aber stattdessen trifft der Mountie seinen eigenen Partner vor Sags. Jawohl. Hacksaw wieder mit bester Laune. Und der British Bulldog hilft Sergeant Slaughter gegen den Repo Man. So greift sich Sags. Ein Double-Whip im Hintergrund. Ja. Beide. Der Doppel-Ellbogen sitzt genau. Oh, Jim Duggan. Jim Duggan zusammen hier. Jim Duggan kann sich ja durchsetzen. Aber der Repo Man ist wieder zu Kräften gekommen offensichtlich. Reversal hier aber durch den British Bulldog. Ja. Aber der Sunset Flip. Hoffentlich kann er sich halten. Das ist die Frage. Aber das hilft natürlich nichts, wenn man den Gegner einfach nur covert. Man muss ihn auch schon rausschmeißen. Und mit Sergeant Slaughter im Rücken lässt man sich nicht so leicht umwerfen. Hier kommt der Mausi und tritt einmal kräftig zu, solange er sich noch traut. Der Jim Duggan fühlt sich natürlich durch das Publikum bestätigt. Vielleicht findet auch er jetzt noch ein Opfer. Das ist der Repo Man und dann mit der linken Hand der Mountie. Repo Man ist jetzt einigermaßen erschöpft, so sieht es zumindest aus. Sags will zutreten, trifft aber nicht, um diesen Satz zu vollenden. Ja. Da kommt eine Absprache. Hacksaw macht einen Reversal gegen den Mountie. Oh, was für ein geschickter Überroller. Und jetzt soll wohl sein Clothesline kommen, aber nein, er kommt nicht. Wieder scheint er sich
Jimmy Hart greifen zu wollen, aber wir haben es jetzt nicht gesehen, wen, aber es kann nur er sein. Sags und der Repo Man haben gerade einen falschen Slaughter in der Mache. Der Mountie muss wieder in den Ring, er hat sich rausgestohlen, das haben wir gar nicht gesehen. Die Sergeant Slaughter war eben in enger Bedrängnis, das ist aber schon wieder gelaufen für ihn. Ja, und der Mountie wird natürlich ermahnt, er muss in den Ring und nicht draußen bleiben. Und da empfängt den Jim Duggan. British Bulldog und Sergeant Slaughter versuchen nun endlich den Repo Man rauszuhieven. Das scheint aber gar nicht so einfach zu sein. Aber stattdessen Jim Duggan bei Sags, wird es ihm gelingen, ihn rauszuwuchten. Versucht sich unten wieder reinzurobben. Das ist natürlich gar nicht so einfach. Oh, jetzt fliegt Hacksaw Jim Duggan raus. Der Mountie hat ihn rausgehievt. Er hat nicht aufgepasst. Fast nicht zu glauben. Ja. Der British Bulldog kriegt von ihm auch wieder einen Tritt ab. Ja, es ist jetzt natürlich. Jetzt wird es natürlich immer enger. Nur noch fünf Superstars hier im Ring. Man muss wirklich sagen, Superstars. Das muss man sich auf der Zunge entgehen, zergehen lassen. Ja, Hacksaw geht etwas deprimiert mit seinem Brett von dannen. Sags ist bei Sergeant Slaughter. Hier sehen wir die beiden in der Gruppe. Der British Bulldog ist ein heftiger Bedrängnis. Der Repo Man hat sich wieder erholt. Whippen jetzt. Ja, aber der British Bulldog rächt sich, zieht das Bein hoch und der Repo Man ist auf dem Boden. Wird aber von Mountie wieder hochgezogen. Ja, und jetzt ist natürlich der British Bulldog auf jeden Freund aus, den er hat, und den findet er in Sergeant Slaughter. Das wird natürlich nicht lange anhalten, denn wenn die beiden allein im Ring sind, geht es wieder Mann gegen Mann. Also Freundschaft zählt ja nicht. Aber es ist mal eine Absprache für momentan. Vielleicht sind die beiden am Ende noch im Ring und na gut, dann müssen sie es halt untereinander ausmachen. British Bulldog sitzt in der Ecke. Und Sergeant Slaughter ist nun wirklich in Bedrängnis. Drei gegen einen und sie haben ihn bereits an den Beinen und wollen ihn raushieven. In größter Not wird es ihnen gelingen. Oh, das sieht schlecht aus. Aber der British Bulldog kommt von hinten. Wird er ihn noch retten können? Das sieht so aus, er greift sich gleich zwei, nämlich Sags und den Mountie. Da ist der Mountie. Fast wäre er unten durchgerutscht, das ist natürlich nicht. Doch Sags muss weg. Aber Sergeant Slaughter hängt doch ziemlich wackelig in den Seilen. Ja, er kann ihn wieder reinziehen. Die beiden haben es geschafft. Sie sind noch drin und die beiden anderen sind etwas angeschlagen aus. Ja, das Publikum tobt natürlich. Es spürt, die Entscheidung wird jetzt bald nahen. Sergeant Slaughter rächt sich nun an allen dreien und ein Clothesline vom British Bulldog gegen den Repo Man. Verständigen sich jetzt. Und da, ja, eine schöne Zusammenarbeit. Ein Whipping, ja immer, die beiden arbeiten jetzt immer zusammen. Akkordarbeit, Fließband. Und genau. Zack, jawohl. Auch der Repo Man liegt platt auf dem Boden. Drei Whippings plus drei Clotheslines ergibt drei niedergemähte Gegner. So kann man es ungefähr sagen. Hier geht's rund im Ring. Und der Mountie wird da rausfliegen. Hier ist der Repo Man ebenfalls in einer unangenehmen Situation. Ja, jetzt geht's wirklich rund, du siehst es. Oh, aber jetzt kommt Sags von hinten und tritt den British Bulldog ins Kreuz. Und dieser Tritt hat, ja, dieser Tritt hat gesessen hier. Slaughter sitzt auf dem Ring und nun machen sich natürlich die drei, nämlich Repo Man, Sags und der Mountie, und die anderen beiden her. Schon erstaunlich, wie lange diese drei hier durchhalten, nicht wahr? Es ist überhaupt erstaunlich, wie lange diese Burschen generell durchhalten. Hier der Double Whipping und der Double Clothesline schickt den British Bulldog zu Boden. Noch ist überhaupt nicht abzusehen, wer hier gewinnen wird, denn irgendwann brechen diese Bündnisse auseinander. Ein Double Clothesline nun gegen Slaughter. Ja, die Publikumslieblinge liegen auf dem Boden. Und dann direkt kontrollieren und kräftig zutreten, was sie sowieso am liebsten tun. Ja, hier sehen wir die Absprachen, sie sind mehr als deutlich. Sie wollen nur zu dritt die beiden aus dem Ring werfen. Da warten wir ab, wie sie das machen wollen. Let's go, heißt es hier, okay. Also, das wäre dann quasi ein Schimpf. Ah, aber die beiden ducken sich ab, damit hat man rechnen können. Und ein Dreier-Klaus sein. Unglaublich, die drei liegen am Boden. Wunderbar, die zwei freuen sich. Ja, so geht das natürlich. Und der Repo Man ist draußen. Auf Wiedersehen, Repo Man. Und tschüss, kann man da nur sagen. Und tschüss, genau.
Jetzt kommt er von außen. Der Mountie hat ihn und der Sergeant Slaughter ist draußen. Ja, und der Reaper Man hat von draußen mitgeholfen. Das gibt es doch überhaupt gar nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt steht der British Bulldog allein. Sags. Und der Mountie gegenüber und knallt mit dem Rücken in die Ringecke. Und da kommt der Elektrostock. Quasi drei gegen einen. Oh nein, aber da trifft der Mountie Sags, denn der British Bulldog ist ausgewichen. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, und Sags ist draußen. Und der Mountie. Jawohl, der British Bulldog ist der Sieger dieses 16-Mann-Battle Royal. Du hast es gehört, Uli. Im Interview sagt er noch, letztes Jahr in London habe ich es gemacht. Dieses Jahr werde ich es wieder schaffen. Unglaublich, dieser Mann beherrscht Europa. So, und wir werden uns jetzt noch gleich ein kleines Interview gönnen. Bleibt ja so dran. Freunde, uns mit dem British Bulldog, die alle hier toben, sie sollten hier sein. Da besteht sein eigenes Gottlicht. Carsten ist schon wieder Richtung Eingang gerauscht, um den British Bulldog anzufangen, ein Interview mit ihm anzufangen und ihm zu gratulieren. Das ist das strahlende Gesicht eines Siegers. Kleiner und großer Fernseher im Bild. Unglaublich, was diese Männer heute geleistet haben. Nach diesem großen Ereignis, meine Damen und Herren, wollen wir Ihnen jetzt zwei Herren noch mal etwas persönlicher vorstellen, nämlich Bret Hart und Randy Savage in einem Interview. Das heißt, Sie erfahren Dinge aus dem persönlichen Leben dieser beiden. Ich hoffe, dass Ihnen das genauso gefallen wird.
Randy, what do you do to keep your body in good shape? Ooh, Anya, thank you very much for noticing that. Yeah, let's see, just a little bit of activity everywhere I can, different type of different athletic events that I get ready for, like I'm talking swimming, running, and stretching of all kinds, and possibly weightlifting, you know, the whole thing all rolled into one little nice package. Thank you very much. And by the way, you look like you're in fit condition yourself. Am I right or wrong? Thank you. Plus, I got x-ray vision, you know, so, everything's cool over here. With Anya and the Macho Man. Oh, yeah. Glad to be with you here. What is your daily menu? What does it look like? A daily menu as far as food goes, okay, Elizabeth is a very, very, very good cook. I just want you to realize that. Beef stroganoff is something that she can make. Yeah, so that's a special dish. And Anya, I just want to let everybody realize that I'm really happy to be in Germany. And I just want to say one oh yeah to everybody out there to realize that when they watch the Macho Man go down that aisle, that I'm really in fit condition, ready for those people in the World Wrestling Federation that have different habits other than my own. Yeah. And those people are sometimes 300, 400, and 500 pounds. Andre the Giant type size. Yeah, so I got to be a little bit quicker than they are. Read between the lines on you, yeah. And Randy, what do you like second best after wrestling? Second best after wrestling is like the beach scene type situation with Elizabeth and like good music. I like to get into the sound system type of a thing and get with the vibrations that I feel at the time that I'm doing it. And Elizabeth helps me decide on that at different times of the day. Read between the lines. What are the characteristics of a good wrestler? Well, I don't know. Sometimes I think that the best way you can tell is look what's over his shoulder. Not this one, but this one. The World Wrestling Federation Championship belt. Other people have held it in the past. Some people 300, 400, 500 pounds, like I've said before. But at this particular time, I don't know how many stones I weigh or any type of thing like that. But the Macho Man Randy Savage has got speed and agility on his side, and that's my number one forte. Yeah, not cooking, but being in real good physical condition. And is there any message you would like to send to your fans in Germany? Absolutely, 1,000%. That any time that you participate, as far as visually or actually there in person, or just realize the fact that I get into what I do, just like now, talking to you, Anya, right now, and Elizabeth wanted me to tell you hello. So that message has been delivered. Okay. But the main thing is that enthusiasm makes the difference in anything that you do. When I'm in the squared circle, I'm really perceptive about what's happening inside the ring. And that's what everybody needs to do whatever they're doing, whatever kind of work that they're doing, okay? Just like you, right now with the microphone, zeroing in and asking these tough questions to the Macho Man Randy Savage. I fought Hulk Hogan before, and he hasn't delivered it like you have. Tougher than lightning. Maybe I'll have to defend the belt against you someday. Okay, thank you but very you got to get past Elizabeth before you get to the champ. All right. Okay, very good. Don't wear the same color. That would be bad. Thank you, Randy. Okay, thank you. Ooh, yeah, to everybody out there, yeah, dig it, got to go. Deliver that mail, yeah. Do you think that people are born for being a wrestler? I was born to be a wrestler? Yeah. I don't know. It's a tough question. I would say, no, I never had any aspirations to ever become a wrestler. Just happened. Just fate. Mm-hmm. What do you like second best after wrestling? Your wife? I don't know. I don't know. Not with my schedule. I think it's traveling, maybe. That goes well with the job. Traveling comes in right behind wrestling. Mm-hmm. What do you do to keep your body in good shape? I knew we were going to get to that. I wrestle. Wrestling keeps you pretty much in shape, and then aside from that, you learn to work out about five, six days a week with free weights will help you, and bicycling and things like that will help you with your cardiovascular. But generally, if you wrestle enough, like I do, and wrestle as hard as I do, you'll stay in pretty good shape. For how long are you training each day? About an hour and a half.
Only. Only. Well, that with wrestling, it makes it, that's enough. You don't want to get overtired, right? Mm-hmm. And what's your favorite meal? My favorite meal? Well, I'd have to say my favorite meal is meat. Any kind of meat, steak or beef. I'm from Canada. I'm from Calgary, where I think you got the best beef in the world where I live. And I eat all the beef I can, whenever I can. What's your message, especially for the female fans, of your female fans in Germany? My message to them? Well, from watching the news and stuff, my first message or my main message would be don't do drugs. Stay away from drugs would be the main thing I would say to all little girls, young girls, any girls, and actually all young people everywhere. And I think that says enough for the first thing anyway. Mm-hmm. You do have a lot of female fans. What does your girlfriend say to that? They all kind of got to live with it. They got this. I don't know. I don't know what makes somebody, you know, handsome to a woman. If that's how girls perceive me as a sex symbol, then that's fine. I guess that's good for me. But mostly, I think of myself as a wrestler, a technical wrestler. I'm the excellence of execution. I'm a professional wrestler. I'm the best wrestler in the world, and I'm not really in it for the looks or the girls, and all that's really nice. But really, I'm just in it for the wrestling and the money and the glory and all the good things that come with it. Mm-hmm. Well, you mentioned the money. What do you do with the money? Well, most of it I save. Oh, you do? Well, I try. You know, I save some and I spend some. I could use a good accountant. Maybe a good German one. Okay, thank you very much. Thank you.
Nach dem Riesenerfolg der European Rampage, die die WWF Superstars auch nach Deutschland führte, sind sie erhältlich. Die begehrten WWF Souvenirs und Fanartikel wie T-Shirts, Poster, Gürtel, Kappen sowie das Originalprogrammheft in deutscher Sprache. Fordern Sie den farbigen Prospekt mit Bestellkarte bei uns an und vergessen Sie nicht, einen frankierten und adressierten Rückumschlag beizulegen.